Hallo, Martin. Hallo, guten Morgen. Nochmal das Mikrofon? Prima, ja. Gut. Erzähl. Ja, ich hatte noch mal das Gefühl anzurufen. Diesmal keine fragmentierte Fragen. Ich habe ja nur so ein, wie soll ich das sagen, ganz beeindruckendes Gefühl in mir. Ich habe einen, wie soll ich das ausdrücken? Einen für mich persönlich ziemlich intensiven und symbolisch aussagekräftigen Szenenwechsel hinter mir. Erstens das Sterben meines Vaters und dann auch noch ein interessanter, wie heißt das, sage ich mal so in Anführungsstrichen, Zufall. Ein neuer Job als Bestatter, symbolisch natürlich auch interessant. Ich begrabe die Toten. Aber das Sterben meines Vaters, das ist auf so viele Ebenen, hat mich das so beeindruckt und nicht negativ, aber wie ich festgestellt habe, wie ich, abgesehen von ein paar Täler, sage ich mal so, wie ich das wirklich akzeptiert habe. Und auch als ich dabei war, als er starb, dass mir zum Beispiel bewusst wurde, man ist nicht ein Körper, dass als ich ihm. Ich habe gesehen, wie er ging, und das war mir, also nicht aus meiner Ego-Perspektive, aber als ich da ein anderer Mensch sah, wie er dann gegangen ist, naja. Das Ego, Matten, das Ego ist unendlich hartnäckig und immer dran denken, Ego, das blaue Ego, das blaue Ich ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Wenn du jetzt das Wissen nimmst, das du in dir hast und du vervollkommnest es, dass sich das alles runter rationalisiert auf eine ganz, ganz einfache Erkenntnis, die erste Erkenntnis, ich bin ewig, weil ich etwas bin, das ist jetzt das rote Ich, weil ich etwas bin, was nicht gedacht werden kann. Alles, was ich denke, ist hier und jetzt eine Information in meinem symbolischen roten Kopf, in mir. Eigentlich ist es meine Hülle. Denk an die 200 Gramm rote Gnete. Es ist nur, wenn ich es denke, es kommt aus mir. Das ist eine Gedankenwelle, die auftaucht. Es ist genauso, wie ich es mir denke. Ein Ding, das ich mir ausdenke, funktioniert genauso, wie ich glaube, dass es funktioniert. Und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg und dann ist der nächste Gedanke da. Das ist ein Faktum. Ein unwiderrufliches Faktum. Und solange du das nicht verstehst und akzeptierst, wirst du leiden. Und das, was leidet, der Einzige, der leidet, ist der Geist, der vergessen hat, was er ist. In dem Satz ist das komplette Holo Feeling drin. Und alles andere ist zerdacht. Diese Odyssee, die du durchgeführt hast, dass du immer wieder wolltest, und ich verstehe das nicht, das ist das Prinzip. Basic will Windows verstehen, wehrt sich aber dagegen, neue Programmbefehle zu akzeptieren. Verstehst du? Das ist immer Ja, wieder diese vielen, vielen kleinen Beispiele, dass du immer nur, jetzt müssen wir spiegeln, immer die zwei Seiten. Ich sag, du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Das heißt, es bezieht sich auf die chronologische Reife eines Menschen. Ein Achtjähriger kann, wenn er sein kleines Schwesterchen anschaut, die 4 Wochen alt ist und die in die Windeln macht, kann sich der Achtjährige denken, wie dumm bist du doch eigentlich? Weil er das nicht mehr macht, weil er die Freiheit bekommen hat. Er kann sich aber wiederum nicht reinversetzen in das geistliche Welt seines 18-jährigen Bruders. Jetzt müssen wir das rumdrehen. Eigentlich kannst du nicht von oben nach unten sehen, sondern von unten nach oben. Wenn du in deine eigene geistige Tiefe hinabsteigst, jetzt setzen wir die Einheit nach unten, dann kannst du immer nur die Gedankenwellen anschauen, die oberhalb von dir auftauchen, und dann wirst du nur die oberste Gischt, die vergänglichen Erscheinungen sehen, obwohl du dir die Grundwellen bewusst machen kannst. Dass ich immer wieder sage, die Grundwelle von einem Film ist das Programm. Während wir jetzt skypen, jetzt war die ganze Zeit des Programms Skype nicht da, nicht existierend, weil wir nicht dran gedacht haben. Es ist nicht aus uns herausgetreten. Jetzt denken wir dran, darum ist jetzt das Programm Skype zumindest als Gedanke da. Es muss aber doch auch dann da sein, wenn du nicht dran denkst. Das sind die tieferen Ebenen. Existiert die DVD, wenn du dir einen Film anschaust? Nein, dann existiert sie eben nicht. Jetzt wird der materialistische Logik sagen, ja, selbstverständlich, die muss doch da sein. Sonst könnte ich ja den Film nicht sehen. Ich sage ja, jetzt ist er wieder da, weil du dran denkst. Du musst den Unterschied wissen zwischen dem roten Dasein, rot geschrieben, auf einer tieferen Ebene, und was Existierenden, was du dir ausdenkst. Und du bist immer in der Mitte dazwischen. Du bist praktisch diese Nulllinie. Da ist eine Grundlage da und dann wird was herausgehoben. Diese Filmbeispiele immer wieder mit dem Buch. Ich fange jetzt nicht nochmal an, diese Schichten. Die ausgesprochenen Worte, die Worte in der Zeile, die Zeilen auf der Seite, die Seite im Buch, das Buch im Bücherregal, das Bücherregal in der Bibliothek, und es wiederum ist nur eine Bibliothek von Filmbibliotheken.
So kommst du in die Einheit und das ist das, was ich Chatdenken nenne. Das heißt, die vielen Fragen, die dir im Kopf rumgespuckt sind, hatte ich nur das eigene Ego genannt. Auch das Festhalten wollen. Es ist kein Sinn mit Trauern. Wie oft hast du von mir gehört, wenn ich immer wieder sage, jetzt denk mal, wie man die hier dann Sohn in Arm gelegt hat das erste Mal. Jetzt denk jetzt an deinen Sohn. Mhm. Es sind Gedanken, jetzt denk an Rumpelstilzchen. Es ist auch ein Gedanke. Jetzt schau einfach in dich rein. Du sollst dir dieses Ego-Programm, deinen Glauben durchforsten. Du Geist sollst den Glauben von Matten durchforsten. Das ist der Sinn des Lebens und du musst den dabei nicht verändern. Und dann wirst du feststellen, wenn ich von Rumpelstilzchen rede, dann ist eine Märchenfigur in deinem Kopf, aber kein Hauch von einem Glauben, dass die diese Märchenfigur da außen rumläuft oder es die jemals gegeben hat in der Welt da außen, denkst du jetzt an deinen Sohn, dann ist der jetzt irgendwo. Mhm. Auch wenn du nicht an ihn denkst. Und das ist schlichtweg ein Betrug, ein Selbstbetrug. Mhm. Es macht allein. Das ist das Erste, was du zuerst vorwerfen kannst, dass das zuerst einmal vollkommen allein macht. Aber es ist, du bist doch der einzige Geist in deinem Traum. Ja, und was ich da jetzt schon, soll ich das mal sagen, häppchenweise, was ich zurückbekommen habe dafür, ist diese, dass ich jetzt langsam anfange, bestimmte symbolische Bedeutungen zu sehen. Zum Beispiel, ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe das und mein Sohn hat das, wie heißt das, das Fußgelenk, ne? Wir stehen beide so ein bisschen nach innen geknickt. Und vor einiger Zeit kam ja der Gedanke, das ist unser Gestell und irgendwie hat das damit zu tun, selbstständig zu... Es ist Ätzem, pass auf, das ist ja. Das erste Mal, das Wort Knochen im Hebräischen schreibt sich Ätzem. 70, 90, 40. Ätz alleine ist der Baum. Das ist eine augenblickliche Geburt. Jetzt ganz einfach auf blau gelesen, ohne dass man ins Hebräische geht. Und das M am Ende als Suffix ist Besitzanzeigen, ist über den Bezug auf Männer. Das heißt praktisch, ihr Baum, ihre augenblickliche Geburt, Bau M, Bau eine Gestalt in dir auf. Aber ich komme auf deine ganz gezielte Frage jetzt mit am Sohn. Das Schwammbeispiel. Du weißt, wie oft ich sage, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Du hast das da mal, wir denken uns einen Schwamm aus. Das ist jetzt ein Grundgerüst, eine tiefere Ebene und der saugt sich jetzt voll. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist eigentlich das oberflächliche Programm, wo die Bilder macht in dir, das du zu durchschauen hast. Mhm. Wir können ja denselben Schwamm, wenn ich jetzt auch, wenn ich das Baby nehme und ich lasse das hier im Bayerischen Wald, haben wir ja so oft durchgesprochen, in Indien, dann hast du einen anderen Schwamminhalt, aber du wirst, wenn du in den Spiegel schaust, wirst du immer derselbe Mensch sein. Das heißt, wenn wir jetzt ein Negerkind nehmen, in dieser Metapher ist es egal, ob das ein Moslem ist, ob das hinduistisch denkt, ob das arabisch denkt, ob das bayerisch denkt. Es ist ein Negerkind, wenn er in den Spiegel schaut. Das ist der Schwamm. Und meine Mutter hat immer gesagt, jetzt als Geschichte, der hat's nicht gestohlen. Zum Beispiel in Bezug auf meinen Bruder. Ich gehe spazieren und dann läuft meine Frau so vor mir her und wenn die läuft, ja dann so einen eigenartigen Schritt. Das ist genauso, wie wenn ich hier meinen Schwiegervater, jetzt könnte ich wieder so einen Gott hab ihn selig, der ist ja auch tot, wenn ich hinter den hergelaufen bin, das ist so eine eigenartige Bewegung, so ein Schlenker, den macht genau meine Frau auch. Das sind viel, wenn du Kinder hast, das ist Schwamm, das ist nicht Programm, sondern das ist auf einer tieferen Ebene, auf dem Schwamm, ist der Schwamm selber, verstehst du? Das ist auch wie das körperliche Aussehen, drum habe ich bei dem Schwammbeispiel, sag ich immer wieder, rein prinzipiell müsste man meinen, dass du deinen Schwamminhalt relativ leicht veränderst. Was du natürlich nicht verändern kannst momentan, ist das Konstrukt der Schwamm selber. Mhm. Aber man müsste meinen, zumindest diesen Schwamminhalt, der ja nur anerzogen ist, dass man den leicht austauschen kann. Und jetzt spreche ich nur ganz kurz an, wo ich sag, Pustekuchen. Es ist also so, dass du, selbst wenn du das weißt, dass das nur anerzogen, dass das ein Wissenglauben ist, wie ich das nenne, den du verwirklichst, mache ich das Beispiel mit diesen halb ausgekocht, ausgebrüteten Enteneiern. Mhm. Ich erzählt habe, dass ich sage, das schmeckt nicht anders wie ein rohes Ei. Aber du wirst dich wundern, auch wenn du das weißt, dass es nicht anders schmeckt, wenn du das an meinem eigenen Leib ausprobierst, was dich für ein tiefer Ekel anfällt, obwohl du auch dann schmeckst, dass es nicht anders ist, aber du hast dieses Bild im Kopf und die Konsistenz im Mund, wenn es wird dich ein Ekel anfallen ohne Ende. Also es ist auch nicht so einfach, den Schwamminhalt zu verändern. Mhm. Aber jetzt kommt Holofeeling, dass ich sage, das ist gar nicht der Sinn des Daseins. Das Grundprinzip, ich gehe mal davon aus, dass du die Blindfeld-Vorträge angehört. Ja, alle.
Und da ist wirklich alles nochmal auf den Punkt. Du musst begreifen, Holofeeling unterscheidet sich von allen. Wir predigen kein Feindbild, nicht ein einziges. Wir lösen die Frage, die beim Matten noch so arg ist, ist es richtig, ist es verkehrt, löst sich komplett auf. Und vor allem, du musst losgelassen haben von dem Phänomen unbewusstes chronologisches Denken. Es gibt kein Vorher. Du drehst diese Zeitfenster, die du vor dich hinspannst. Du kannst jetzt deine Jugend ausdenken, du denkst sie jetzt. Da war nie was in der Vergangenheit. Du machst eine Transversale draus. Jetzt hast du die Schichten vom Buch und nur das, was ich ständig verwechsel, die Oberfläche, diese Momente, von Moment zu Moment. Drum ist ja Mom im Hebräischen Fehler. Du hast den Befehl, jetzt diesen Traum zu durchdenken. Und wir wollen das Programm nicht verändern, sondern wir wollen das durchschauen. Und das ist jetzt, wo ich diese einfache Metapher habe mit dem Führerscheinprüfungsbogen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du in einer Führerscheinprüfung bist, ist dir vollkommen klar, dass nicht eine Sekunde lang in dir das Gefühl da ist, dass du die Fehler verbessern willst, dass du die nicht mehr haben willst, dass du dich drüber aufregst, sondern es geht darum, dass du die erkennst. Und immer wenn du einen Fehler erkennst, wirst du dich freuen. Jetzt hast du dich aber abgelöst, weil du begriffen hast, wieso die Fehler da sind, um zu testen, ob du sie verstanden hast. Und da ist es diese Hartnäckigkeit von den Matten, immer wieder diese Rückfälle, das ist Ego. Du meinst, du müsstest das verstehen, du müsstest das aufrechnen. Nein, du musst in den Chatbereich gehen, das einverstanden sein. Das ist so ein einfacher Satz, ich muss nicht einmal wissen, wie es funktioniert. Es reicht, wenn ich im tiefsten Innern weiß, es ist gut so, wie es ist. Ich kann jetzt beobachten, wie einseitig mein Programm das interpretiert. Darum habe ich so oft erwähnt, der Sinn des Lernens beginnt eigentlich erst in dem Moment, wenn du diesen Doppelschritt machst. Das heißt, dass du dir bewusst machst, das Objekt deiner Beobachtung ist nicht mehr das, was der Matten bisher gesehen hat, sondern speziell die Reaktionen von dem Programm Matten, wenn du das Leben Matten so durchschauen hast. Diese Fragen, diese Wünsche. Und jetzt kommt natürlich, dass dir dann bewusst wird, dass du immer einseitige Antworten erhofft hast. Immer richtige Antworten. Das Verstehen und das Nichtverstehen ist untrennbar miteinander verbunden. Es ist immer, pass auf, die simpelsten Sätze. Und du wirst merken, du kannst mit Trockennasenaffen, mit der Masse überhaupt nicht mehr kommunizieren. Dass ich sage, es dürfte doch klar sein, dass wenn wir uns einen Denker denken, dass der untrennbar mit dem, was er sich ausdenkt, verbunden ist. Er denkt sich's doch. Jetzt denk an die Syrien-Krise. Jetzt schau mal in dich rein, ob dein Ego dir einredet, du hast damit nichts zu tun. Wie geistlos, wie entgöttlicht hast du dich selbst, dass du jetzt Gedanken denkst und du redest dir permanent ein, das Zeug, das du denkst, dass du damit nichts zu tun hast. Das ist doch nur, weil du es denkst. Und erst wenn dein Geist sich so weit im Bewusstsein erhoben hat, dass du dich jetzt bewusst erst einmal selbst als einen träumenden Geist denkst, bewusst, es ist ja auch ein Gedanke von dir. Dann hast du die Reihe vor dir, die Traumwelt, die du siehst, die nur aus ständig wechselnden Bildern in deinem roten Kopf bestehen. Das ist immer, ich wiederhole nochmal schnell für dich das Beispiel jetzt ganz, ganz gezielt aus Bleienfeld. Wo du, wenn du das Video anschaust, sag ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Das Zürich, das ich mir ausdenke und das Wien ist doch hier und jetzt in meinem Kopf. Wo ich sage, in dem Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, den meine ich nicht. Weil das ist ja nur ein Pixelmännchen. Das ist in deinem Kopf, weil der Udo ist in deinem Kopf. Und den Kopf, den du dir jetzt, den Mannkopf, den du dir ausdenkst, in dem ist es natürlich auch nicht. Der ist in dem roten Beroschet. Dass dieser Kopf, das rot geschrieben ist, immer ein Symbol, dass wir, sobald wir uns das ausdenken, musst du wissen, der träumende Geist ist ein Symbol für etwas, was nicht gedacht werden kann. Genauso ist es dieser Kopf, wenn ich sag. Wenn du jetzt schon wieder selbstverständlich materialistisch ist jetzt die ganze Information in dem Kopf von dem Matten. Das große Problem, der existiert aber bloß, wenn du dran denkst. Und sobald dieser Kopf vom Matten die tiefere Ebene ist, gerade wie jetzt wieder Skype, das Programm Skype, oder der Computer, oder das Betriebssystem, oder das Internet, das sind ja noch tiefere Schichten, die ja alle da sein müssen, während wir skypen. Du zerdenkst uns jetzt. Das wird das Spiel. Du denkst jetzt an Udo aus und du denkst dir an Matten aus. Ich unterhalte mich immer bloß mit dem Geist, der sich das ausdenkt. Und was du dir ausdenkst, ist untrennbar mit dir verbunden. Es wird es ohne dich nicht geben. Es ist nur, wenn du es denkst, es ist genauso, wie du es denkst. Und sobald du den Doppelschritt machst und du begreifst, ich setze mich als träumenden Geist, dann siehst du, dass
der träumende Geist sich gar nicht raussuchen kann, was er träumt. Ursache, mein Einfallspinsel, ist dein momentaner Intellekt. Und jetzt sind wir beim Sinn des Lebens, dass du genau speziell diesen Intellekt durchschaust. Mhm. Jetzt merkst du, was ich immer wieder erzähle, wenn ich meine Beispiele des Tierchen gucke. Der Tierforscher, der beobachtet, will überhaupt nichts verändern. Mhm. Er will rauskriegen, wie das funktioniert. Warum? Die große Frage nach dem Warum. Warum fühle ich mich so, wie ich jetzt, ne? Du wirst feststellen, das bestimmt der Intellekt. Mhm. Und das ist die Freiheit, den kannst du vervollkommnen. Das passiert jetzt mit Holofeeling, dass alles, was dein Wissen bisher war, das sind ja alles Fragmente, jeder Gedanke ist ein Fragment des Heiligen Ganzen. Denkst an meine Kristallkugel, die zerspringt. Ja. Die aber genau genommen gar nicht zerspringen kann, so wenig wie mir jetzt hier aus einem Buch die Worte rausnehmen oder die Geräusche rausnehmen. Die tiefere Ebene bleibt immer unangetastet, während du das in kleinen verdaubare Facetten zerdenkst. Mhm. Da kommt jetzt plötzlich auch dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Das ist der Beginn von Christusbewusstsein in dir. Mhm. Das heißt, es ist auf der einen Seite, ich denke es mir doch aus und es ist, weil ich es denke oder weil ich es jetzt anschaue, und im selben Moment ist zwangsläufig auch hier Bewusstsein und Unbewusstsein gleichzeitig da. Das Bewusstsein, das wir uns ausdenken, ist kein Bewusstsein. Es ist eine Erscheinung in diesem Bewusstsein. Alles, was in Erscheinung tritt, ist das dazugehörige Unbewusstsein. Das heißt, die Traumwelt ist das Unbewusstsein, das sind die Schatten auf der Leinwand, und das Bewusstsein ist der, der schaut. Mhm. Und jemand, der etwas anschaut, ist was anderes wie das, was du anschaust. Sätze für Schauen oder Denken bleibt sich gleich. So, und jetzt denk an den Körper von dem Matt. Jetzt denk an deine Kinder, wenn du da sitzt, die meiste Zeit ist doch der Körper vom Matten gar nicht da. Mhm. Aber du bist doch noch da. Mhm. Was ist das? Egal an was du jetzt denkst, das ist das auch nicht. Das ist das Unveränderliche, das was ewig ist. Kann nicht in Erscheinung treten, weil alles, was in Erscheinung tritt, sind Gedanken, werden die Daumen aus dem, der ewig ist, auf und fallen wieder hinein. Es ist in ganz klaren, einfachen Worten der Sinn des ewigen Lebens. Jetzt ist der Sinn, den können wir rot machen, dann haben wir S ist Bewusstsein, I ist Gott, N ist Sein. Das heißt, das Bewusstsein des göttlichen Sein, des Gottseins, das ist das rote Sinn. Drum ist Sinne, die Sinne, Sinne qua non, dieses Ohne, dieses Nichts. Und wir können es blau machen, nochmal eine raumzeitliche intellektuelle Existenz, das ist aber nur eine Sinuswelle. Aber was ist jetzt der Sinus eigentlich? Was ist die Welle, die Hüllkurve als Ding an sich eigentlich nichts? Jetzt könnte ich wieder gedachterweise sagen, das Einzige, was es gibt, ist das Wasser. Aber das Wasser ist ja jetzt auch schon wieder ein Gedanke. Das blaue Wasser steht symbolisch für El Hayom. Wenn man das einmal verstanden hat, hat man alles verstanden. Diese wenigen Sätze, die Beispiele, wo ich dir gebracht habe, das ist die einfache Erklärung. Und jetzt wirst du feststellen wiederum, dass die einfachen Erklärungen kein Materialist für voll nimmt. Ich habe mal ein schönes Update geschrieben, das beginnt, da steht, wenn ich so mit dir rede, und dann kommt eine große physikalische Formel, du weißt, wie man so in der Quantenmechanik, so ein Riesen an die Tafeln im Hintergrund immer, wenn ich so mit dir rede, dann kommt die Formel, verstehst du mich nicht. Wenn ich so mit dir rede, jetzt kommt ein Bibelvers auf Hebräisch, verstehst du mich auch nicht. Das ist, wenn ich ganz einfach mit dir rede, verstehst du mich gleich zweimal nicht, weil das ist das, was ich immer anspreche, dieses Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen, weil du in einem Fort unbewusst Wertungen machst, die dir gar nicht bewusst sind. Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht. Würdest du nur zuhören, diese einfache Worte einfach zuhören, das ist jetzt das Phänomen, Matten, wo ich hier in der Geschichte immer, wenn ich jetzt ein paar Mal erwähnt habe in Selbstgesprächen, die Helene, weil die das zutiefst erschüttert hat jetzt als Mensch, dass sie sagt, du hast es vor 20 Jahren schon gesagt und es wird dir jetzt so richtig bewusst, wie blöd man eigentlich ist, dass man nicht in der Lage ist, dieses ganz einfache Deutsch, diese einfachen Erklärungen zu akzeptieren. Wie kompliziert und wie blind an das eigene Ego macht, weil man auf das Geschwätz von irgendwelchen Fachleuten hört. Was immer offensichtlicher wird, dass die wirklich nur rezitieren, was man ihnen einprogrammiert hat. Die rezitieren ihren Schwamminhalt und verwirklichen das in ihren Kopf. Und sobald eine Gegenmeinung kommt, die sie zur Vervollkommnung braucht, das ist immer wieder, wenn du auf einer unteren
Bewusstseinsebene bist, alles, was sich auf dieser Ebene widerspricht, gibt es eine Verbindung, Kreis Dreieck, wenn so einen Kegel ist, eine höhere Dimension, jetzt nicht raumzeitlich geometrisch verstehen, sondern geistig verstehen. Mhm. Mein schönes Beispiel mit dem Auto, wo ich sage, die Einzelteile vom Auto sind Perspektiven vom Auto. Mhm. Und wenn einer sagt, der Auto ist ein Schlauch oder Kabelstecker, ich sage, stimmt, stimmt. Das ist ein Beispiel. Aber nur ein bisschen. Oder probier mal wirklich in deinem Alltag, versuch zu deiner Freundin oder Frau, wenn so Sätze, wenn du hast noch nie unsere Küche gesehen. Jetzt fängt er wieder zum Spinnen an, jetzt fängt er wieder zum Spinnen an. Die Schwierigkeit ist, dass die Erklärung, die blocken so massiv ab, die wollen die Erklärung gar nicht hören. Mhm. Wenn einer nur die Demut hat, einmal den Gedankengang mitzugehen, wie ich erkläre ja alles wirklich in einer Sprache, dass es jeder 13-Jährige verstehen kann. Mhm. Ich sag, zeig's mir, jetzt schau mal, wenn wir jetzt da hinschauen, zeig es mir. Ich habe gesagt, du hast es noch nie gesehen in Form eines Bildes. Na so, ich lass uns mal unsere Küche anschauen, was wir dann sehen. Dann wirst du feststellen, du siehst einen Kühlschrank, du siehst einen Herd, du siehst einen Schrank, du siehst einen Tisch. Der Tisch ist nicht die Küche, der Kühlschrank ist nicht die Tische. Dann muss dir klar sein, wenn du von der Küche was siehst, ist es immer nur eine kleine Facette. Das ist ein Beispiel. Wie kann ich dann behaupten, ich habe meine Wohnung schon gesehen? Die Wohnung besteht, die Perspektiven der Wohnung sind die Zimmer. Die einzelnen Zimmer. Ja, das ist mir jetzt auch gerade bei dem neuen Job ganz behilflich, weil vorher, ich hatte so ein paar Episoden, dass ich ganz schnell nervös wurde und jetzt merke ich das ab und zu, dann fahre ich zur Arbeit und da bin ich mir ganz bewusst, dann kommen wieder Gedanken, oh, gleich ist wieder, wird es bestimmt wieder stressig und dann denke ich, ja, guck mal um dich rum, du fährst ja nur auf dem Weg, nur Bäume, das sind nur Gedanken. Du bist immer, Martin, du bist immer das Zentrum. Du bist ein träumender Geist und du setzt dich selbst in Bewegung. Dieses schöne Beispiel in Fliegenspeu, schließe mal deine Augen. Ich spreche Worte und jedes Wort verändert deine Information. Und dann kann ich die Illusion erzeugen, dass du durch die Wohnung läufst, dass du auf die Arbeit fährst. Und jetzt ist es, gedachte Informationen sind genauso Informationen, wie wenn du was real siehst. Deine sinnlichen Wahrnehmungen sind auch deine Informationen. Bloß du, wenn du die geistige Reife nicht hast, voll im Zustand der Vergessenheit, wenn was real ist, wenn du diese Energie noch nicht hast, gehst du eben deswegen in die Vergessenheit und du meinst, du fährst von A nach B. Aber jetzt, wenn du das genau nimmst, wirst du feststellen, du bist immer das Zentrum von dem, was dich umhüllt. Ob du jetzt hier die Schädeldecke um dich rum denkst, das haben wir doch alle schon mal durchgespielt, ob du dir die Zimmerwände um dich rum denkst, ob du dir jetzt die Stadt um dich rum denkst, ob du jetzt sagst, das ist Fiekenstadt oder das ist Nürnberg oder das ist jetzt Mallorca oder das ist was auch immer. Egal, was du um dich rum denkst, der Geist, der wahrnimmt, ist immer das Zentrum von dem, was du um dich rum denkst. Meistens denkst du ja nicht das Ganze um dich rum, sondern wieder bloß eine Seite, das, was vor dir ist. Obwohl das, was vor dir ist, eigentlich auch dann hinter dir ist. Das ist immer wieder, du kannst jetzt den Computerbildschirm vor dir denken und du kannst dir die Tür hinter dir denken, die natürlich auch dann da ist, wenn du nicht an sie denkst, aber sie existiert dann nicht. Jetzt wird der normale Mensch, der die Sprache, die Worte nicht versteht, der widerspricht sich ja laufend. Ich sage, ein tieferes Sein hat nichts zu tun mit einem Existieren. Es muss aus dem tieferen Sein, das heißt einmal an der Oberfläche, an der obersten Oberfläche, die du siehst, herausgehen, herausgedacht werden. Existere. Und sobald mir jetzt die tiefere Ebene uns denken, fängt die zum Existieren an. Wenn du einen spannenden Roman liest, ist weder ein Matten da noch ein Buch da. Oder ein Matten, der die Seiten umblättert. Wenn du wirklich in die Geschichte reinfällst, wird praktisch das Buch selber, wird wie ein Programm im Hintergrund, wenn du dir einen Film anschaust mit der DVD. Die löst sich ja auf. In der Existenzebene. Und das, was jetzt zum Existieren anfängt, sind praktisch Facetten aus der tieferen Ebene. Ja, das ist auch, was ich mit dem Beispiel sagen wollte, dass einerseits, was ich jetzt langsam anfange zu erleben, und das war mir vorher noch nicht möglich, was Arbeit angeht, ist, dass ich einerseits merke, wenn es dann mal spannend wird auf der Arbeit, dass ich einerseits merke, ich bin diese, wie im Sturm, dieser unbewegbare Punkt, und um mich herum bewegt sich alles. Einerseits die Ruhe. Ich gebe mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Das ist die Hebelgesetze. Jetzt ist ja der Hebel, HBL, das ist ja eigentlich mehr oder weniger, wenn du das begreifst, dieser feste Punkt ist dieses Nicht-Denkbare. Das ist das Einzige, was unveränderlich ist, ist das Nicht-Denkbare. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Das, was sich verändert, das sind deine Gedankenwellen.
Und das ist ein Lernprozess. Mit der neuen Job selber. Ich habe mal gedacht, du musst doch mal, du hast so viele Probleme noch mit dem Loslassen. Du kannst nicht loslassen. Vielleicht wirst du irgendwann einmal merken, das ganze Leid. Ich könnte jetzt hingehen, dann kann ich dir mal meinen Anrufbeantworter hören lassen. Ich gehe eh nicht ans Telefon. Da ist keine Kommunikation möglich. Müsst ihr fast schnell hören und müsst ihr das einmal anhören. Da ist eine Frau, die belagert mich, die denken wir uns jetzt aus. Das ist eine, wohlgemerkt, du hörst nur Worte. Ich sag das immer wieder und jetzt, diese Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Das sind Märchengeschichten. Und da ist der Mann gestorben und die ruft bis zum Erbrechen an. Die war, und das ist das typische Beispiel, raumzeitige Geschichte, wir spannen auf, die war vor vielen, vielen Jahren nochmal ein Einmänner. Das nimmt natürlich keiner für voll und irgendwann, wenn dann alle Stricke reisen, dann erinnert man sich wieder zurück. Jetzt ist ihr Mann gestorben und sie ist extrem verzweifelt, die geht von Tränen aufgelöst. Einmal bin ich dann dran gegangen und habe gesagt, pass auf, ich kann mit dir so gut wie überhaupt nicht kommunizieren, weil die elementare Grundlagen fehlen. Hättest du in Almena damals weitergemacht, das zu studieren, hättest du jetzt kein Problem damit. Sag ich, und dann erkläre ich ihr die ständige Vergänglichkeit, wo ihr Problem liegt. Der Säugling löst sich auf und wird das Schulkind, das löst sich auf und ich sage, dein Mann ist ein Schmetterling. Ja, sehe ich da meinen Mann wieder, sehe ich meinen Mann wieder, bitte sehe ich meinen Mann wieder. Dann sage ich zu ihr, ich sag dir jetzt was, das wirst du nicht verstehen, aber ich sag's dir trotzdem, ich hoffe für dich, dass du deinen Mann nicht mehr siehst. Und ich werde dir das jetzt erklären. Wenn du den unbedingt sehen willst, wird Folgendes passieren. Du durchlebst jetzt deine Trauer so lange, bis du selber stirbst. Ich mache jetzt eine zeitliche Geschichte. Dann wirst du wieder wach. Du wirst deinen Mann wieder kennenlernen, du wirst dich wieder gnadenlos in deinen Mann verlieben, der wird wieder sterben, du wirst wieder trauern bis zum Erbrechen, bis du stirbst, du wirst wieder wach, du wirst deinen Mann kennenlernen, so lange bis du begriffen hast, um was es eigentlich geht. Um jemanden zu lieben, musst du ihn dir ausdenken. Mhm. Erinner dich an das schöne letzte Selbstgespräch mit Redo und Diana, da ist wirklich alles drin. Wo ich sage, ihr zwei könnt euch jetzt lieben haben, weil ihr euch ausdenkt. Und irgendwann wird er einen göttlichen Orgasmus haben und dann werdet ihr wirklich eins. Mhm. Diese momentane körperliche Einswerdung ist eine nette Spielerei, ist ein Symbol für etwas, was nicht gedacht werden kann. Mhm. Deine Freundin ist ja am nächsten, wenn du sie nicht denkst. Es ist immer der Materialismus, du meinst, du hast sie, wenn du sie dir ausdenkst. Mhm. Hassen, hasst, heißt, ja. Du trennst die von dir. Hassen ist haben, du merkst das Spiel mit der Sprache, das ist das Holo-Feeling. Mhm. Und wenn umso mehr du das jetzt machst, schau, wenn du jetzt, ich ziehe jetzt mal meinen BC raus, der kennt den Udi ja schon über 30 Jahre, was ich denen erklärt habe, wenn er immer nebenher gelaufen ist beim Spazierengehen und der platzt plötzlich auf, der fächert auf, der sprudelt über, der sagt, das, ihm wird auch bewusst, es fällt ihm ein. Er hat jetzt den Fokus und der hat nur ein Lächeln mit so einem, merkst du, also wenn eine Labertasche in seiner Art von Humor ist, ist halt BC-Programm, aber was für ihn ist, dass alles passt. Es passt plötzlich alles mit Holo-Feeling. Mhm. Und die Lebensabschnitte, die du durchlebst, sind maßgeschneidert. Ich kann dir tausendmal sagen, habe die Demut, jeder Moment, der in dir aufkommt, ist der beste, den es überhaupt gibt. Auch deine Frustphasen. Ja. Aber erst in dem Moment, wo du den Doppelschritt gemacht hast und beobachtet, was die Ursache ist, du hast das Programm vom Matten zu durchschauen. Mhm. Und es ist keine wirkliche Neugier, die du hast, wenn du meinst, du müsstest dieses unendliche Meine Schöpfung verstehen mit dem Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Der wird es niemals verstehen. So wenig wie ein Achtjähriger versteht, was ein 30-Jähriger macht. Mhm. Und jetzt hast du die Phase, denke ich mir, dass du dich ja, wenn mehr mit dem Tod, mit der Vielheit auseinandersetzen kannst. Es ist, du wirst das Leid der Menschen sehen, die trauern ohne Ende und du wirst deine eigene Hilflosigkeit immer mehr bemerken, dass du die Masse nicht einmal trösten kannst, weil wie die getröstet werden wollen. Ich erkläre dieser Frau zum Beispiel die Sache mit dem Schmetterling und sage, jetzt ist er Schmetterling. Jetzt ruft die mich laufend an, ist jetzt ein Schmetterling und ich... wirklich heulend ohne Ende, wohlgemerkt, nur ein Geräusch aus einem Telefonhörer. Mhm. Jetzt darfst du nicht den Fehler machen, wenn du da normal bist. Es ist so hartnäckig, sobald du mit jemandem telefonierst, dieser Glaube, der Bruch des zweiten Gebotes, dass der dich anruft da außen ist, unabhängig von dir, er ist in dem Moment nur ein Gedanke und wenn du nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Das ist dieser Satz, du musst dir aneignen, die absolute Präsenz, was hier und jetzt in dir wie die Gnade sich umformt. Und diese Schichten, die Oberwellen, wie ich das nenne, mhm. Dass das, was wirklich aktuell für dich ist,
jetzt zum Beispiel, dass der Udo in Weißenburg ist. Wenn du das bewusst machst, deine momentane, ständig wechselnde Information verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Ich habe das tausende Mal erklärt. Wenn du das bewusst machst, dann bist du ein Gott. Diese Welt, die du dir ausdenkst, wird von dir erschaffen in Maßsetzung deines momentanen Intellektes. Das musst du begreifen. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Wenn du es unbewusst machst und dich als selber als einen Gedanken von dir definierst, wie oft habe ich gesagt, die Hölle beginnt in dem Moment, wo man sich mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt und sagt, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Das ist der eigentliche satanische, des Satanismus. Mhm. Wir haben jetzt erst einmal unseren Dämon. Ich betone, das ist die Schöpfermacht. Altgriechisch heißt Dämon zuerst einmal eine Schöpfer- und eine Schicksalsmacht, wenn du das nachforschst. Du bestimmst mit diesem Dämon dein eigenes Schicksal, ist aber ein Schöpferphänomen, überhaupt nichts Negatives ursprünglich. Und Dämon ist Shaddai, Shin Deyot, die logisch geöffnete Intellekt. Das ist der Dämon. Und mit dem untrennbar verbunden ist der Satan, der schreibt sich Sinus, Sintet Nun, Satan. Das ist die logisch gespiegelte Existenz. Das ist der Matten in deinem Fall. Hm. Und jetzt dieses Vers 17, Genesis Vers 17, Ani El Shaddai. Das wird übersetzt, ich bin Gott der Allmächtige. Du bist Gott, aber wichtig, der Allmächtige ist der Mensch, blau geschrieben ist das Maß aller Dinge, das ist dein blaues Ich. Der Maßgeber für alles, was du erlebst, ist dein Konstruktwert und Interpretationsprogramm. Und was dich sehr frei machen wird, wenn du irgendwann einmal verstehst, ich bin der Einzige, der es verstehen muss, wenn es ich verstanden habe, werden zwangläufig alle anderen verstehen, weil dann verwandelt sich um dich herum die Welt. Und es ist oft, wenn du dich mit jemandem unterhältst, das beim Redo in dem Gespräch ist es rausgekommen, die haben das jetzt gecheckt, sage ich auf der einen Seite, Redo und Jan haben das voll gecheckt und die haben es dann wiederum nicht gecheckt, solange das für dich jetzt nur Gedanken sind. Es gibt keinen Gedanken, der irgendwas verstehen kann oder fühlen kann oder empfinden kann. Es sind die Schatten auf der Leinwand. Und da kann ich dir tausendmal sagen, du wirst aber nicht glauben, dass das Pixelmännchen oder der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas verstanden hat. Ein Gedanke kann nichts verstehen. Die Hierarchie. Denk an die Hierarchie. Ich, UB und der Geist des Funken Matten, das rote Ich bin, das zurzeit die Rolle von Matten spielt. Ich erkläre es diesen roten Ich, diesen Geist des Funken. Das ist der rote Bereich, der ist nicht denkbar. Der Matten wiederum träumt jetzt, der träumt sich selber, dieses Ich bin spielt zurzeit die Rolle von Matten. Das heißt, du Geist denkst dir jetzt den Matten aus und du denkst dir den Udo aus. Du kannst nur von oben nach unten sehen. Also tauch ich als Udo, ich lasse dir jetzt den Udo träumen und ich erkläre jetzt, dir Geist, dem träumenden Geist ergärig wäre, ist nicht der Figur Matten, die du dir ausdenkst, dessen Rolle du spielst in deinem Traum. Das ist so eine einfache Erklärung. Hast du schon so oft gehört. Und du wirst merken, sobald du wieder Probleme kriegst als Geist, weil du es wieder vergessen hast. Hm. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf den neuen Job zurückgehe, nochmal auseinandersetzen mit der Vergänglichkeit. Die Toten, dass die normalen Menschen in der Trauer, wenn sie da sind. Es ist so ein unendlich sinnloser Akt, wenn du begriffen hast, wie die Welt funktioniert. Es ist ein Fehler in der Programmierung. Eine Unvollkommenheit. Ich stelle jetzt schon fest, wenn ich bei Familien bin, dass ich innerlich eigentlich total apathisch bin. Natürlich, ich mache das schon in der Rolle meiner Arbeit. Hast du begriffen, was Apathie heißt? Ja. Was jetzt wichtig ist, du kannst anklopfen. Immer wieder bemühen, schau mal, der Udo wird dann nimmer müde, die Figur Udo wird nimmer müde, das tausende Male zu wiederholen, aber nur, wenn ich einen kleinen Ansatzpunkt habe. Schau, du warst, ich könnte jetzt sagen, auf so einem guten Weg und dann bist du mit am Vorder wieder voll abgestürzt. Du hast dich wieder voll reinstrudeln lassen in das Geschwätz von dem Ego. Du wolltest jetzt schon, du warst schon fast dran, das wieder zum Teufel zu hauen, das Holofeeling. Stimmt oder stimmt? Ja, das stimmt. Aber es ist schon öfters passiert, aber ich weiß, ja, ich habe das auch zugelassen, auch was andere Sachen letzten Jahr anbelangt und ich habe dann, ich lasse das einfach passieren. Ich habe auch Dinge getan. Ich bleib nichts anderes über. Ich habe Sachen gemacht, die ich vor ein paar Jahren
nie gemacht haben, auch was Moral und so angeht. Und wenn ich jetzt zurückblicke, es ist mir jetzt wichtig, das zu sagen. Ich habe das in ein früheres Gespräch mal gesagt, dass mein Vater seit meiner frühesten Kindheit eine Affäre hatte. Und jetzt ist rausgekommen, als er gestorben ist, dass er wirklich 30 Jahre lang ein Doppelleben gelebt hat. Und meine Mutter, die ist so voller Frust, die ist fast tot umgefallen, glaube ich. Und ich lasse ein bisschen, ich habe das, meine, die Leute um mich herum habe ich erzählt und ich habe auf die Beerdigung meines Vaters gesprochen und ich habe in meinem Text auch ausgedrückt, er konnte nicht anders und es war gut, wie er es Keiner kann gemacht hat. Er anders. Die kann. Zerrissenheit, Und diese, ich nehme, der Autor, der einen Roman schreibt, eine sehr lehrreiche Geschichte, ob das ein Krimi ist, ob das eine Familientragödie, ein Liebesfilm ist, all die Charaktere sind festgelegt. Und du ja. wirst jetzt feststellen, wie du dich spiegelst, dass Sachen, Wesenszüge an deinem Vater dich auf der anderen Seite anwidern und wie maßt du, wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein, wie es in dir selber rumort. Ich habe Kann man eigentlich. den inneren Schweinehund überwinden? Verstehst du? Ja, ich Das habe. ist die Sache. Du hast so ein Vorbild. Und darum habe ich gesagt, jetzt in einer Udo-Geschichte. Wir haben da auch mal drüber gesprochen Ja. drüber. Das ist dasselbe in Grün. Du kannst nur reinschauen. Und es wird sekundär, wenn du begreifst, es ist ja alles nur da, wenn du mal den Doppelschritt hast, dass ich diesen Charakter durchschaue. Den ich nenne, den ich ein Leben lang ich genannt habe. Den habe ich bekommen, um das zu durchschauen. Und dann wird es irgendwann einmal zu einem Spiel. Moral, all das ganze Zeug kannst du bei Hollow Feeling total vergessen. Das ist immer wieder Sache, wenn du mal die Tasse begriffen hast, die ich erwähne so oft. Und wie gesagt, auch das wäre Thema im Speziellen, wenn jetzt rein vom Hörensagen, du informierst dich jetzt einmal über sexuelle Möglichkeiten, sexuelle Fantasien bei Menschen, bei Trockennasenaffen. Geh mal in die Fachliteratur, da ist natürlich viele Art und Weisen von Perversionen, das ist ja nur umgedreht, das sind die Kehrseiten. Kein Mensch sucht sich seine sexuellen Fantasien raus. Es ist verbunden mit dem Charakter, den er zu durchschauen hat. Interessant werden die symbolischen Bilder. Und das sind jetzt Sachen, die du gut findest, weniger gut findest. Und dann gibt es wirklich Sachen, wo man nur noch in den Kopf schüttelt, wo nicht mehr mal mehr die Haare zu Berge stehen, weil man, da gibt es ja auch lustige Sachen, wenn Männer zum Beispiel in Windeln gelegt werden wollen und einen Schnuller wollen und haben dann sexuelle Freuden dabei. Da kann man drüber schmunzeln, wenn ich dann einen hab, der meint, er müsste sich an Leichen vergehen auf dem Friedhof, weil er Befriedigung findet. Das ist ja undenkbar. Das sind so, was Fachleute oft sagen, das ist ja unvorstellbar. Ich sage, in dem Moment, wo du es denkst, denkst du es und du stellst es vor dich hin, aber du kannst dir das ja nicht raussuchen als träumender Geist. Die Frage ist jetzt, warum spielt er mir das ein? Und jetzt kommt das große Verrückte mit Holofeeling. Du hast ein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Ich wiederhole. Du hast vor dir einfach nur einen Text. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Zeitungsausschnitt ist, ob es ein Ausschnitt von einem Märchenbuch oder von einem Geschichtsbuch ist. Geschichtsbücher sind Geschichtenbücher, das sind Märchenbücher auch. Du hast einen Text vor dir in Worten. Du schaust diese Worte an und wie durch ein Wunder wird erst einmal die Stimme in dir sprechen, wenn du es einmal genau zuhörst. Muss man sich natürlich wieder bewusst machen. Und jetzt ist interessant, dass ein Mechanismus in dir drin ist, eine Mechanik, die aus diesen Worten Vorstellungen macht. Das passiert, ob du eine Zeitung liest oder ein Märchenbuch oder ein Geschichtsbuch liest. Und diese Vorstellungen, die du jetzt in deinem Kopf hast, kannst du nochmal ein Wertesystem machen, wo ich sage, du kannst jetzt an das Kreuzfahrtschiff Aida denken und du kannst an die Arche Noah denken. Das wären jetzt, was die Worte, die ich spreche, können ja dastehen. Du kannst an den Eiffelturm denken und an den Turm zu Babel denken. Jetzt kannst du in dich reinschauen, glaube ich, ob der Eiffelturm da außen ist, auch wenn ich nicht dran denke, und glaube ich, ob da außen eine Arche Noah ist. Oder ein Turm zu Babel ist, oder jemals war. Und du wirst merken, jetzt siehst du schon deinen Glauben. Zum Beispiel in Bezug auf die Arche Noah. Da gibt es jetzt tiefgläubige Christen, die glauben, dass das so war, und andere sagen, das ist ja bloß eine Märchengeschichte, das hat es ja nie gegeben. Und du sollst dir nur bewusst machen, was du glaubst. Interessant ist, sobald du feststellst, dass du glaubst, da außen ist der Eiffelturm, dann kannst du den Eiffelturm auch materialisieren. Du kannst ihn realisieren, weil dein Glaube das zulässt. Ich habe das gesagt hier mit, wenn du jetzt irgendein Politiker oder was die Hand geben willst, mein Seehofer-Beispiel in Bezug auf den, dann machst du dich schlau im Internet und jetzt ist es, du musst dich gelöst haben, dass du aus einer Welt ist. Du meinst, der normale Mensch meint, er müsste wissen von da außen, von anderen Menschen, die er sich ausdenkt, die sind ja da außen oder
Bücherregale oder ein Internet, das du dir ausdenkst, das von außen was in dich reinschaufelst, in Bezug auf deine Persona jetzt. Mhm. Vergiss es, es ist in dir, in dem Kern, die tiefere Schicht, und durch Interesse holst du das hoch. Ja. Das sind so Sachen mit Philosophie. Schau mal die Seite, wo du Philosophie studiert hast, und da sind durchaus Philosophen, wo du begeistert warst und welche, die du ablehnst. Das ist das Prinzip der Kritik. Mhm. Sehr feststellen, dass sobald du was bewertest, brauchst du einen einseitigen Maßstab. Betonung liegt auf die Einseitigkeit. Du sollst dir deine Einseitigkeiten bewusst machen. Mhm. Wie war das mal? Holofeeling predigt keine Feindbilder, und auch die Frage, ist es richtig und verkehrt? Schau in Ich bin du rein. Am Anfang von Ich bin du ist diese Hans-Geschichte. Mhm. Wenn nicht ganz am Anfang, lest ihn nochmal im ersten Band. Das ist eine Märchengeschichte, wo es dann am Ende ist, wo dann der Hans sich losmacht und sagt, die Religionen, die sind irgendwie alle, sagen die dasselbe und doch so widersprüchlich. Mhm. Die Religionen sind nicht widersprüchlich. Was widersprüchlich geworden ist, sobald aus Religionen Organisationen werden. Das ist nur diese Teufelgeschichte drin. Ich habe die Wahrheit gefunden, die wollen wir jetzt organisieren. Mhm. Das sind die ganzen christlichen Sekten. Das oberste Gebot im Christentum ist, liebe deine Feinde. Das heißt, liebe die Seiten, die Facetten, die du nicht verstehst. Und da heißt es dann, dass jeder Philosoph einen Gedankenboden geknüpft hat, den der andere nicht lösen kann. Ja. Egal welchen Philosophen du mir bringst, zu seiner Zeit hatten die immer wieder Parts, dass du die Einseitigkeit merkst. Mhm. Selbstverständlich gibt es auch viele, die sagen, Holofeeling stimmt nicht. Ich sage das selbstverständlich, Holofeeling ist richtig und verkehrt gleichzeitig. Weil die höhere Ebene können die nicht verstehen. Mhm. Allumfassend. Das erste, was ich sage, jeder hat Recht, aber das ist eine tiefere Ebene, das sind Facetten von dem Heiligen Ganzen. Und es gibt keine Religion und keine Philosophie, die ich darauf hinweise. Es gibt Philosophien, die Ansätze davon machen. Aber so wie das erklärt wird in der Komplexität, wenn man jetzt zum Beispiel den Hegel nimmt, da haben wir ja schon die Welle, die Triadenlehre, ist genau das, was ich so oft gesagt habe. Denker und Ausgedachtes bilden eine Synthese, das ist das Bewusstsein. Diese Synthese ist eine Grundwelle davon. Aus dieser Grundwelle, aber wenn ich jetzt auch denke und Ausgedachtes, ist auf einer tieferen Ebene das Bewusstsein, muss ich wissen, dass die tiefere Ebene auch eine Welle ist. Also muss das Bewusstsein zwei Facetten haben. Ich nenne das das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein. Der Denker denkt sich viele Menschen aus, sagt aber bloß, ich bin ein Mensch davon. Ein Körper. Das Bewusstsein, das Unbewusstsein, denkt sich viele Denker aus, sagt, ich bin aber bloß ein Denker davon. Das Überbewusstsein, die andere Hälfte, das kriegt es jetzt mit. Dieses Unbewusstsein und das Überbewusstsein und der Überbewusstsein ist auf einer noch tieferen Ebene Geist. Dieser Geist, der jetzt auch wieder zwei Seiten braucht, das ist das Ich und das Ich bin, rot geschrieben. Das IQB. Und das, also das ICH und das JCH, das fällt jetzt ganz unten zu dem verbundenen Wissen, zu dieser Einheit, die nicht gedacht werden kann. Das ist da alles schon drin. Du merkst, Holofeeling vervollkommnet und erklärt genauer an Sachen, die schon da sind. Und da muss dir jetzt eins klar sein, das ist nur für den Geist, der mir zuhört. Der Gedanke von dir wird es niemals verstehen. Die ganzen Intellektuellen, es sind Schwätzer. Du wirst immer mehr merken, es sind einfach nur Schwätzer. Wohlgemerkt, es kann durchaus sein, dass hier aus dem Schwätzer extrem hochwertiges intellektuelles Geschwätz rauskommt. Aber was du immer mehr merkst, das habe ich im Fliegenstall dir ja schon von Augen geführt, dass wenn wir uns die jetzt ausdenken, die Pixelmännchen als Menschen, dass die, was die erzählen und was du an der ganzen Physiognomie siehst, dass die das nicht verstanden haben. Mhm. Gib mal hier im Internet auf YouTube Marion Preuß ein. Der macht jetzt, wenn du suchst, das ist, warte mal, ich kann dir die Seite hinterher suchen. Okay. Der spielt sehr viel mit, warte mal ganz kurz, da brauchst du nicht, dass nicht so viele Suchbegriffe kommen. Guck dir das schnell. Ich schicke dir mal zwei Links davon. Mhm. Die kannst du danach, musst du jetzt nicht aufmachen. Okay. Ach ja, der Prass. Was es hier drum geht, pass auf, er spielt mit Sprache. Mhm. Der fächert auf. Und viele meinen, das hat was mit Holofeeling zu tun. Mhm. Das soll jein, alles hat was mit Holofeeling zu tun. Das große Problem ist, er spielt mit Worten, mit Ursprache. Ist hochinteressant, dass hier zum Beispiel das W und das M, der spiegelt dann das W, ja, und das M. Und er macht aus dem U ein N, ein kleines, wenn man es hoch tut, dann kannst du verdoppeln, dass die Worte, die Umwandlung von Worten,
Wenn du zum Beispiel hier das Wort Flower nimmst und das Wort Blume nimmst, dann wirst du merken, dass das W im Flower gespiegeltes M wird. Mhm. Okay, dann hast du schon O, kann man U tauschen, Lume, Lume, Blume, Flower, Flower, O, U tauschen. Wenn du die austauschst, diese Möglichkeiten mit Holofeeling, dann macht der spielerisch. Aber all das ist, ich sag, eine kleine Einstiegsdroge. Das Wesentliche wird damit gar nicht angesprochen, weil er immer noch davon ausgeht, dass da aus einer Welt ist, dass es eine Vergangenheit gegeben hat und sich im Laufe der Jahrtausende die Sprache weiterentwickelt hat durch Spiegelungen. Genau das ist die Falle. Das Wesentliche wird nicht angesprochen. Du musst diese Details gar nicht wissen. Was du wissen musst, ist, was du bist und dass es nur hier und jetzt gibt. Und dass alles, was du dir in die Vergangenheit denkst, letztendlich ein Gedanke ist, den du jetzt denkst. Er benutzt die Sprache nicht, um zur wirklichen Selbsterkenntnis zu kommen. Richtig. Das sind Spielereien, die verlieren sich in Details. Aber der wesentliche Kern ist das zweite Gebot. Ich sage immer wieder, solange du das zweite Gebot nicht hättest, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Wie oft habe ich das gesagt? Du bist ein träumender Geist. Was wäre ich für ein kaputter, schizophrener, dummer Gott, wenn ich einen träumenden Geist, den ich träumen lasse, vorwerf, dass er das träumt, was er träumt? Du hast doch gar keinen Einfluss nicht drauf. Ja. Es ist ein Führerscheinprüfungsbogentraum zurzeit. Es ist eine Entwicklungsstufe von dir. Und jetzt will man wieder unsere 3x3x3 Wachstumsstufen nehmen. Diese 27 Stufen, das sind die 27 Zeichen, gehe ich schon immer drauf ein. Und wir machen immer diese 3x3x3. Ich wiederhole nochmal für dich. Wir gehen jetzt in die erste Wachstumsstufe, das ist die Phase des Menschen. Das teilt sich, wo ich sage, bis zur Pubertät, die Wechseljahre und dann die letzte Stufe. Mhm. Wir gehen jetzt in diesen drei Wachstumsstufen, schauen wir uns die erste bis zur Pubertät an und diese Stufe bis zur Pubertät, sage ich immer wieder, die erste Wachstumsstufe des Kellergeschosses ist in die Matrix. Dann hast du die Geburt. Das ist die erste Stufe, praktisch deine Entwicklung in der Matrix, Gebärmutter bis zur Geburt. Von der Geburt bis zu den Wechseljahren, der Sprung, du kannst es immer wieder stufen. Verstehst du? In der Geburt, wenn du jetzt in die Matrix reingehst, bist du ein Ei, dann bist du ein Wurm, ein Embryo und dann bist du ein Mensch. Dann hast du die Übergangsphase. Der Mensch wiederum, der geboren wird, der hat dann die Entwicklung, eine ständige Verwandlung bis zu dem Wechsel, bis zur Pubertät, Pubertät bis zu den Wechseljahren. Und dann kommt das wiederholt sich ständig. Und jetzt, ich nenne das hier, dieses menschliche Leben Matrix 2. Die Matrix 1 ist das, was in der Gebärmutter abläuft, Ei, Raube, der Mensch symbolisiert den Schmetterling. Jetzt wirst du geboren. Und jetzt hast du die drei Stufen bis zur Pubertät und Wechseljahre diese drei Stufen. Und das ist genauso die Matrix 2, die du jetzt als Traumwelt siehst. In der Gebärmutter bist du hier wie in der Matrix an die Nabelschnur angeschlossen und jetzt kriegst du das nicht mehr mit, aber du musst jetzt das Bewusstsein kriegen, dieser träumende Geist, dieser Neo zu sein, der du eigentlich die rote oder die blaue Brille, und jetzt kommt der Trick, das ist immer die Vervollkommnung von Holofeeling. Alle, die dir über Matrix reden wollen, die rote Brille. Ich sag, du musst beide nehmen. Das ist die Christusflamme, das Christusbewusstsein ist violett. Jetzt kommt Physik schon mit rein, mit Zahlen, wenn du die Farben spielst des Gottes, dass jetzt wirklich sich alles verknüpft, was natürlich ein unendliches Vielheit an Wissen ist, dass das dann mal sekundär ist. Ich sag, hör einfach auf meine einfachen Worte. Ja, das ist, was ich geschrieben habe. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Du kannst mich nicht blicken. Das ist jetzt übrigens interessant. Lass einmal deinen Gedanken gleich wischen weg. Ja. Ich mache wieder ein Beispiel, wo ich ein paar Mal erklärt habe, dass jetzt machen wir den Udo, ich war immer vergesslicher. Wenn du zum Beispiel den achten Band anschaust, Bleinfeld Teil 8, ich schmunzel dann selber, weil ich überhaupt nicht vergesslich bin, sondern ich sehe mich, wie ich rumhampel, was für einen normalen Menschen vielleicht fahrig klingt, dass du jetzt zum Beispiel, dir fällt Platon ein und du hast in- und auswendig die Platon-Dialoge studiert. Und die sind alle gleichzeitig da. Das ist ein einziger Gedanke in dir. Was hast du für eine Möglichkeit, wenn du jetzt eine Minute hast, jemandem was zu erklären? Das ist genau, wenn du jetzt den Udo anschaust, bei vielen Gedanken, die das wissen, die den Udo besser, die wissen jetzt genau, dass ich wieder einen Gedanken im Kopf habe und es macht gar keinen Sinn. Anderes Beispiel, pass auf, du kennst den Film Matrix 1, Teil 1, kennst du in-
auswendig. Du hast den Film hunderte Male gesehen, du kannst im Kopf jeden Dialog mitlaufen lassen. Das ist, wenn ich dich jetzt frage, kennst du den Film, sagst du ja. Jetzt pass auf, du denkst an den Film, dann ist es wirklich alles gleichzeitig da. Und jetzt willst du an Fragen, kennst du den Film und dir fällt das Wort Matrix nicht ein. Das ist jetzt das, dass ich einen Gedanken habe und ich will dich auf ein Buch oder auf einen Film hinweisen und ich habe praktisch den Titel nicht. Jetzt ist die Frage, bin ich jetzt eigentlich vergesslich, wenn ich in dem Moment, wo ich an den Film denke, der komplette Film mit jedem Dialog, mit jeder Feinheit gleichzeitig da ist. Nur der Titel habe ich, den Titel habe ich nicht. Kann ich jetzt behaupten, dass ich was vergessen habe? Nein, du bist nur auf einer anderen Ebene. In normaler Logik sage ich, verdammt, ich war immer vergesslicher und ich schmunzel jetzt als Udo, sage ich dir, wenn du den Punkt einmal bewusst erreicht hast, dass du dich beobachtest, schmunzel die Doppelstufe drüber, weil es sagt, der Depp hat offensichtlich immer noch nicht begriffen, dass es keinen Sinn macht, an Gedanken von ihm selber was zu erklären. Weil dieses Wort Matrix brauche ich ja nur, weil ich schon wieder einen Gedanken von mir auf was aufmerksam machen will. Bist dabei? Ja, in dem Kontext habe ich mir auch gefragt, du hast vor Jahren gesagt, ich brauche mir doch keinen Saal voller Deppen mehr auszudenken und jetzt hast du es doch noch aber ein paar Mal gemacht. Aber das ist doch Spaß, das ist die Unterhaltung, das ist wie wenn du sagst, jetzt kommen wir doch in dieses hinduistische Dogma, wir wollen uns in die Stille meditieren. Wie blöd muss ein Glaube sein, der das will? Und du wirst feststellen, wenn du jetzt die Originale dir anschaust, dass das da gar nicht verlangt wird. Das sind genauso einseitige Fehlanlegungen von falsch interpretierten Meistern. Es sind immer wieder die Meister, die als Meister angesehen werden, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Geh und lies Meister Eckhart. Jetzt ganz gezielt, wo ich ein paar Mal, ich habe hier jetzt, mein Michael war da und dann habe ich die Original, wir haben ein Bamberg um die Ecke. Und er in Bamberg angeklagt und jetzt muss ich raumzeitlich, du weißt, ich mag es immer so, in Bamberg, da ist ja die Originalgerichtsakten, die liegen ja dann noch in der Dombibliothek. Die kann man auch, die sind veröffentlicht. Und du musst jetzt die Anklageschrift, ich musste das fast einmal herholen, das ist, weil der Michael hat sich abgerollt. Kleinen Moment. Das ist so spaßig. Zuerst einmal die Anklageschrift selber. Der Meister Eckhart war ja Theologieprofessor, ne? Und jetzt pass auf, jetzt hat er ja diese ketzerischen Thesen als Lehrer und jetzt Bulle vom Papst Johannes den 22. in Agro Dominici, 27. März 1329, in welcher 28 Sechse Eckharts verdammt werden. Jetzt pass auf, was dieser vorliest, diese Bulle. Johannes, der Bischof, der Knecht, der Knechte Gottes zum ewigen Gedächtnis der Angelegenheit. Auf dem Acker des Herrn, dessen Hüte und Arbeiter wir nach himmlischer Verfügung, wenngleich unverdientermaßen, die machen immer was schon die Form in, ja, ja, in Anführungszeichen, sind, müssen wir die geistliche Pflege so wachsam und umsichtig ausüben, dass, wenn irgendeinmal auf ihm ein feindlicher Mensch über dem Samen der Wahrheit Unkraut aussät, sie im Entstehen erstickt werden, bevor sie sich zu Auswüchsen verderblicher Keime entwickeln, damit, nachdem der Same der Laster gedilgt und die Dornen der Irrtümer herausgerissen sind, die Saat der katholischen Wahrheit fröhlich weitergedeihen kann in der Welt. Für wahr, mit Schmerz müssen wir feststellen, dass in dieser Zeit einer aus deutschen Landen, Eckhartus mit Namen, wie verlautet ein Doktor, der Heiligen Schrift und Professor der Brüder des Predigerordens, nicht mehr verstehen wolle als nötig war, nicht mit Nüchternheit und nicht nach dem Maße des Glaubens, weil er sein Ohr von der Wahrheit abwandte und sich Erdichtungen zuhörte, verführte nämlich durch jenen Vater der Lüge, der sich oft in den Engel des Lichtes verwandelt, um den dunklen oder abscheulichen Dunst der Sinne statt des Lichtes der Wahrheit der heiligen katholischen Kirche zu verbreiten. Hat dieser Mensch entgegen der hellleuchtenden Wahrheit unseres katholischen Glaubens auf dem Acker der Kirche Dornen und Unkraut hervorbringend und emsig beflissentlich schädliche Disteln und giftige Kräuter zu erzeugen versucht, zahlreiche Lehren vertreten, die den wahren Glauben in viele Herzen umnebelt, die aber so viel als möglich von den bla bla bla. Und jetzt pass auf, diese Thesen, die hier angekreidet werden, darum, sobald Gott war,
So bald hat er auch die Welt erschaffen. Und jetzt wird es natürlich sehr heiß, desgleichen in jedem Werk, auch im Bösen, im Übel der Strafe ebenso sehr wie im Übel der Schuld, offenbart sich und strahlt gleichermaßen hervorragend die Herrlichkeit Gottes, im Guten wie im Bösen. Mhm. Das ist Holofeeling. Desgleichen, wer jemand einer Beschimpfung lästert, lobt Gott geradezu durch die Sünde der Beschimpfung, denn Gott ist alles und je mehr er schimpft, zeigt er, was Gott auch ist. Umso kräftiger er lobt, lobt er auch Gott. Das ist die Tasse. Mhm. Und das, wenn du jetzt weitergehst, wird es natürlich ganz hart, dass er behauptet, dass jeder gleich ist wie Gott. So werde ich in ihm verwandelt, dass er selbst mich hervorbringt als sein eigenes Eins, nicht etwas nur Ähnliches beim lebendigen Gott. Es ist wahr, da ist kein Unterschied zwischen mir und Gott, sagt dieser Theologieprofessor. Das passt natürlich am Papst nicht, wenn er das zu jedem predigt, dass das für die Menschen gibt. Nein. Was erkläre ich dir die ganze Zeit im einfachen Wort? Ich sage, wenn du wirklich einen Mystiker hast, der wird nie verstanden. Wirkliche Mystik ist Holofeeling. Und das bleibt, du bist ein Auserwählter. Nicht der Matten. Der Matten ist ein sterbliches Tierchen, wie alle anderen auch. Es ist ein ähnlicher Gedanke von dir, Geist. Du denkst doch jetzt an den Matten. Was du dir auch immer bisher bei dem Wort Matten ausgedacht hast, ich genannt hast. Du bist doch auch dann da, wenn du nicht an den Matten denkst. Jetzt musst du wissen, dass wir hier zuerst einmal die Person haben, die sich immer wieder, wenn du denkst, verändert die sich. Du schaust in den Spiegel und meinst, du schaust immer denselben Matten an mit denselben Horn. Das ist doch ein Blödsinn. Du schneidest dich stütz. Das ist eine ständige Verwandlung. Du schneidest immer wieder ab. Du meinst, es sind immer dieselben Horn. Du schaust deine Hände an, die Fingernägel an und schneidest immer wieder ab. Genau genommen sind sie schon weg, wenn du sie nicht denkst. Jetzt haben wir auf der tieferen Ebene das große Ich, das Programm, das Buch des Lebens. Das zieht sich länger. Das die Grundlage ist für die oberflächlichen Bilder. Dieses Buch wiederum ist wieder nur eine Facette aus einem Bücherregal. Da tritt jetzt der Hinduismus. Die versuchen hier das Bücherregal. Du hast ein Leben, das du in Vergessenheit durchlebst, inkarnierst. Ich sage, ist ein Unterschied, ob du inkarnierst oder wieder auferstehst. Wiederauferstehung ist, dass du ein neues Buch liest, ganz bewusst, so wie der Udo das jetzt macht. Wenn du inkarnierst, ist es dasselbe, bloß du hast vergessen, dass du der Leser bist und du verwechselst dich mit der Figur. Und jetzt habe ich noch so viele geile Bücher zu lesen und ich will möglichst versuchen, weil ich auf Schwätzer höre, dass ich das letzte Buch ist, das es liegt. Hoffentlich werde ich nochmal inkarniert. Ich soll inkarnieren, ist immer scheiße, aber wieder auferstehen ist gut. Das ist das Wachwerden. Und es bleibt was Intimes. Drum ist es nie mein Bestreben, wenn der Udo sich hinstellt, immer wieder im Blindfeld, in Fliegenstern sagt, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei. Die überleben sowieso nicht. Jetzt ist, wenn du das Prinzip verstanden hast, löst sich in dem Moment Angst und Trauer auf. Du erkennst, dass ständige geistiges Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung. Und ich betone nochmal, Geist ist etwas, was man nicht denken kann und es kann auch nicht mehr werden. Das ist El Hayom, das ist das Meer, das ist immer. Ist schon alles. Das Wachstum bezieht sich darum, dass du immer mehr Möglichkeiten kriegst, deine Oberfläche auszugestalten. Das ist es. Wachstum ist die Fähigkeit, dich immer prächtiger auszugestalten. Und glaub mir, das, was du zurzeit in der Lage bist, mit deinem jetzigen Programm dir auszudenken, so fantastisch und vielgestaltet diese Welt mit ihrer ganzen Flora und Fauna schon ist, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, wo ich dich hinführe. Da habe ich doch das Beispiel, wo es auch Grabbel jetzt in dieser Matrix 2 in die Gebärmutter einer Frau rein, wo ein Säugling im Werden ist im fünften Schwangerschaftsmonat, der Embryo, und versucht den Embryo zu erklären von deiner Welt da außen, wo es hinwächst. Keine Chance. Das ist meine Situation, ich versuche es erst gar nicht. Ich habe immer nur versucht, dir die Angst zu nehmen. Mach dir bewusst, du wirst dann deine Angst verlieren, wenn dir bewusst wird, was du bist. Und jetzt ist es, pass auf, wir spiegeln nochmal, dass du siehst, wie genau das geht, weil wir vier Seiten brauchen. Ein Satz von mir ist, solange du etwas Besonderes zu sein glaubst, dieser Mensch und alle anderen Menschen nicht, oder etwas Besonderes sein willst, was Besseres sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Das ist Holofeeling. Jetzt musst du aber spiegeln, insoweit, dass es ja immer die Ausnahme gibt, die die Regel bestätigt. Das heißt, alles, was du dir jetzt denkst, jeder einzelne Gedanke ist was Besonderes. In Bezug auf andere Gedanken, weil der ja jetzt gedacht wird und die anderen Gedanken werden nicht gedacht. Schon in der Tatsache, warte mal einen kleinen Moment, ich muss bloß schnell, weil der Michael kommt. Ja.
Also nochmal, jeder Gedanke, den du dir jetzt denkst, der ist was Besonderes, weil es jetzt einer, ein gedachter Gedanke ist und im Hintergrund sind noch unendlich viele andere Gedanken, die du jetzt nicht denkst, darum ist dieser gedachte Gedanke etwas Besonderes. Im Angesicht dieser unendlich vielen Besonderheiten, die du natürlich nur immer einzeln denken kannst, gibt es eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist dieser besondere Gedanke, der eigentlich nicht gedacht werden kann. Das Nichtdenkbare ist in Bezug auf diese Besonderheiten was Besonderes. Mhm. Das ist der Kontrast dazu. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, solange du etwas Besonderes sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein, aber es gibt bei den ganzen Besonderheiten, die du denkst, gibt es eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist die Besonderheit, etwas zu sein, was nicht gedacht werden kann. Mhm. Das ist das Verfolgung. Holofinik ist extrem präzise, soweit ich es dir mitteilen kann. Es ist lückenlos, verstehst du, es ist ein Dinum. Und das verstehst du am besten mit dem Ja. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Matten, der ständig immer alles zerdenken und erklärt haben will, und zwar noch, dass er es mit seiner momentanen Logik versteht und dann Holofeeling vorwirft, dass das ungenau ist. Die Genauigkeit liegt in dem Ja und nicht in dem Zerdenken von Facetten. Mhm. Wenn ich dich frage, kannst du dieses oder kennst du dieses und du sagst ja, wenn du es wirklich kennst und durchschaut hast, ist es eine Einheit geworden. Das ist das Ziel. Und dann löst die Frage sich auf. Eine Einfachheit, pass auf, und jetzt verrate ich dir einen Trick, dass wenn du diese Demut hast, wirst du feststellen, dass es bloß schon die Erkenntnis, egal was in mir auftaucht, jeder Moment, mit dem ich jetzt konfrontiert werde, ist der beste von unendlich vielen Momenten, sonst würde mir Gott jetzt nicht erleben lassen. Aber der wird erst dann zum besten Moment, in dem Moment, wo du das Mattenprogramm beobachtest, wie es darauf reagiert. Mhm. Und wenn du das jetzt verankerst, da beginnt der Glaube. Weil der Sinn deines Lebens ist, dass du das Mattenprogramm durchschaust. Die Momente, die in dir auftauchen, sind sekundär. Das Objekt deiner Beobachtung wird das Konstrukt, Werte und Interpretationssystem von Matten. Was löst dieses oder jenes Wort in mir für eine Vorstellung aus? Ich habe erst jetzt so ein kleines Beispiel gemacht. Wenn du zum Beispiel den Film Peaceful Warrior, kennst du den? Ich glaube ja, ja, mit Nick Nolte. Dann schau dir nochmal an. Such dir den im Internet, gibt's den zu finden, der ist auf YouTube, glaube ich, sogar. Peaceful Warrior. Schau dir den nochmal an, der ist hammermäßig gut. Hm. Ähnlichkeiten mit der Hauptrolle mit Udo sind rein zufällig. Von den Aussagen. Und da ist vor allem am Schluss die Hochhausszene. Das ist das so viel mit Holofeeling, ist zwischen den Zeilen ja so viel. Ich sage immer, wenn wir einen Film miteinander anschauen, wenn du den vorher gesehen hast und wir schauen dann miteinander an, du wirst dich wundern, ich halte alle 5 Sekunden an und erkläre dir Sachen, die du eigentlich schon weißt. Das sind so viele Sachen, wo du weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, du weißt ja alles, du hast es bloß vergessen. Pass auf, ich frage dich jetzt zum Beispiel, wie hast du einen Bauch auf Japanisch? Schau, du sagst, jetzt weiß ich nicht, ich werde jetzt beweisen, dass du das weißt. Wir gehen jetzt erst einmal in das Hebräische. Haar. Haar. Mhm. Ist ja die wahrgenommene Berechnung. Mhm. Haar. Nur blau gelesen. Heißt auf Hebräisch Berg. Berg, ja. Okay, das ist der Berg. Mhm. Da haben wir wieder BRG, haben wir immer Weckengeist. Mhm. Jetzt machen wir ein Haar hinten dran, das heißt die wahrgenommene Berechnung, die du wahrnimmst. Haara. Mhm. Das heißt schwanger sein. Okay. Jetzt musst du aber in Fantasie haben, wir haben unsere Frauen, wenn die schwanger wird, wird der Magen Magen ist ja das Schild. Mhm. Magen heißt ja der Magen David, der David-Stand, der nennt sich auf Hebräisch Magen David. Ja, ja. Okay? Mhm. Und das ist der Schild David, Schild wiederum ist Shin Ilet, die Logik des Kindes wölbt sich jetzt nach außen. Mhm. Okay? Ja. Das ganze Ding wird praktisch. Diese Wölbung ist Geometrie, darum heißt es eigentlich schwanger sein, aber das ist ja dann ein Berg. Mhm. So, jetzt habe ich dir erklärt, was Ja ist ja der göttliche Schöpfer. Okay? Mhm. Das Japanisch. Japanischen. Jetzt frage ich dich nochmal, wie heißt eigentlich Bauch auf Japanisch? Hara. Jetzt pass auf, ich erkläre dir, du kennst den Begriff Harakiri. Was passiert bei Harakiri? Ja, die schneiden sich dann den Bauch auf, ne? Richtig, Kiri heißt schneiden und Hara heißt Bauch. Okay. Jetzt, du hast mir doch gerade gesagt, was da passiert. Du weißt es doch eigentlich. Ja. Verstehst du? Ich wollte dir jetzt zeigen, dass du so viele Sachen weißt. Du schaust dir das bloß nicht genauer an. Mhm.
Es ist, wieso ich jetzt den Peaceful Warrior erwähnt habe. Wenn du den anschaust und jetzt gehst du auf Wikipedia und dann schaust du Peaceful Warrior mal in Wikipedia an, mhm, und dann wird über den Film ist eine Datei drin und der ist hochinteressant. Ich verspreche dir, jeder jetzt mit Holofeeling, der sich den Film anschaut, der sagt, das ist der totale Wahnsinn. Der sprudelt über mit Weisheit, wenn du Holofeeling verstanden hast. Das ist einer der besten Filme überhaupt. Mhm. Ja, werde ich und mir mal ansehen. Auch der war ein Flop. In Amerika sagen sie, ein totaler Flop. Weil es reicht nicht, mit trivialen Kalenderblatt-Weisheiten hier 1,5 Stunden Film zu filmen. Mhm. Das ist, du merkst, das ist eine materialistische Beurteilung. Immer wenn mit materialistischer Logik wirklich Geistreiches bewertet wird, maßt sich der Materialismus diese Geistlosigkeit an, zu sagen, das ist triviale Banalitäten. Jetzt ist natürlich schon wieder unser Trivial. Jeder weiß, was trivial heißt und er weiß es dann doch nicht. Schau dir mal das Wort Trivia an. Das heißt ein Dreiweg. Mhm. Das ist These, Antithese, Synthese. Das Ganze können wir auch banal lesen, aber banal, benal ist die polare Existenz Gottes. Mhm. Man sagt, trivial ist ja banal. Du kennst die Worte, ne? Ja, ja. Jetzt, pass auf, banal ist auch abwertend. Banal und trivial sind abwertende Worte. Mhm. Jetzt ist aber die polare Existenz Gottes, der Sohn Gottes, das Banale ist, im Materialistischen wird es abgewertet, genau Trivia ist These, Antithese, Synthese, dieser Dreiweg, die Erkenntnis. Du merkst, die Materialisten, was man dir beigebracht hat, was das Wort in der gängigen Umgangssprache bedeutet, ist wieder das genaue Gegenteil, was es in Wirklichkeit bedeutet. Okay, ja. Tod, sterben, töten, sterben sind in der Alltagssprache des Materialismus Worte, wo vernichten Vergänglichkeit beschrieben wird, obwohl die Worte eigentlich ursprünglich genau das Gegenteil bedeuten. Mhm. Das gilt für alles und genau darauf weist die Holofeeling hin. Nochmal, wir haben keine Feindbilder. Die Sache, was ist richtig und verkehrt, wir lösen die Einseitigkeiten auf, weil wir auf die Synthese, auf den Sinn, auf die höhere Ebene gehen und wir lösen uns komplett von dem Glauben, dass vor dem Gedanke, den wir jetzt denken, dass der schon da war, bevor wir ihn gedacht haben. Jetzt denken wir an Neandertaler. Jetzt denken wir an eine Erdkugel. Wie geistlos musst du Geist sein, wie selbstentmündigt, wie entgöttlich bist du, wenn du auf dieses Geschwätz hörst? Mhm. Du hast ein Leben lang in dem Wahn gelebt, du bist von diesem Körper abhängig, der ja gar nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Hat dir das jetzt der Erste gesagt? Was erklären dir die Zweiten? Ja. Merkst du, wie tief das geht? Ja, ja. Und wenn du zuhörst, das, was ich dir lehre, Mappen, ist an überhaupt keine Bedingung geknüpft. Es kostet kein Geld, du musst an den Mappen überhaupt nichts verändern. Nee, das ist mir schon klar. Hier ist ein komplett anderer Bereich. Ja, ja. Es ist der Weg in eine vollkommen neue Freiheit deines Geistes. Mhm. Das ist, wo ich kann nur die Tür aufmachen. Jetzt hast du mich ein bisschen gekitzelt mit dem japanischen Wort für Bauch und jetzt kommt dann doch so eine typische Madenfrage hoch. Ich erinnere mich an ein Gespräch von Amaretto, also Jan. Der hat mal erklärt, dass die verschiedenen Sprachen, also die Länder, die ich mich raumzeitlich geografisch ausdenke, dass die eigentlich bestimmte Frequenzbereiche repräsentieren. Was ich mich immer gefragt habe, ich habe schon öfters gesehen, wie du zwischen den Sprachen hin und her springst und wie man dann die angebliche Gegensprüche dann lösen kann über der Vatersprache. Aber wie soll ich das, was ist jetzt meine Frage? Gegenfrage, was verstehst du unter Frequenz? Ja, das ist auch ein Wort, was ich nur gelernt habe, Frequenz. Das, das lateinische Wort Frequenz heißt einfach nur reichlich viel. Ja. Also in den meisten Wörterbüchern steht reichlich, reichlich, da kannst Licht setzen, das Spiegellicht, reichlich viel. Im Reich ist das Licht das Ich und das ist viel. Mhm. Die vielen wieder sind die Toten. Jetzt interessant ist, wenn man jetzt Efre, Que, ja, ja, die Gradix des Kof ist wichtig, in den Que, Qua. Vier. Qua, das Que, das reine Que. Pass auf, wir springen jetzt mal in Langenscheid Lateinisch. Mhm. Das ist nämlich sehr interessant. Ich mache das wirklich, ich lese, ich hab's zwar im Kopf. Langenscheid Latein, und wir schauen jetzt mal, was da bei Que steht. Das ist ganz spaßig, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Da steht Que, und zwar als Suffix englidischer Partikel angehängt, heißt Que, ursprünglich heißt es wie, aber ganz wichtig, verbindet, lass dir das auf der Zunge zergehen, verbindet zwei Begriffe oder Gedanken zu einem zusammengehörigen Ganzen.
Frequ. Fre, die Facette wird wieder zurückgeholt, die auftaucht und wird mit dem Wellental verbunden zu einem einheitlichen Ganzen, das führe ich wieder in die Null. Und eine Frequenz oder eine Sequenz, da haben wir auch das Que, hat nichts zu tun mit einem zeitlichen Phänomen. Du musst diese Schwingung, Berg, Tal, alle, die dir was von Frequenzen erzählen, das sind Schwätzer, weil die sich irgendwas, was von der Vergangenheit, was Zeit benötigt. Du musst die Zeit überwunden haben. Das hier das verstanden. Gleichzeitig, ne? Das heißt, wenn ich ein Oszilloskop mache und ich mache jetzt eine Sinuswelle auf dem Oszilloskop, würde das, ich kann das leider nicht übertragen, sonst würde ich dir das einmal zeigen, mit, da habe ich noch all die Programme von mir, von meinem Tonstudio. Wenn ich sehe, ist das Bild ja gleichzeitig da. Und jetzt sagst du, es ist ein Lautsprecher, der schwingt drauf und runter und das ist die Schallwelle. Jetzt mache ich das schon, dass ich das in Raum und Zeit, diese Longitudinale verteile. Das ist eine reine Illusion. Jetzt der Lautsprecher kann ja nicht nach außen und nach innen gleichzeitig schwingen. Das ist ein Blödsinn. Das ist wie wenn du sagst, es kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Wenn du, mein Kugelbeispiel, wenn du mit dem Bewusstsein eine Stufe drüber bist. Pass auf, ich habe mal eine schöne Metapher für dich. Wenn du heute für deinen Fernseher irgendein neues Lautsprechersystem kaufst, ist da meistens ein Subwoofer dabei. Da kriegst du in der Regel eine Kiste, wo nur ein Loch drin ist. Da siehst du den Lautsprecher nicht. Und pass auf, jetzt denk dir mal die Kiste und es sieht dazu folgendermaßen aus, da ist in der Mitte eine Trennwand und da hängt in der Trennwand der Lautsprecher und dann ist vorne das Loch. Wie jetzt das physikalisch genau funktioniert, ist ein Helmholtz-Resonator, das musst du jetzt nicht sagen, Helmholtz ist schon eine ganz interessante Sache. Das, pass auf, wir lassen einfach mal die Kiste ganz zu, wir machen in der Mitte ein Brett rein und setzen in der Mitte in das mittlere Brett einen Lautsprecher. Wenn der Lautsprecher nach vorne schwingt, komprimiert er doch die Luft in der Kiste, auf der Seite. Aber wird nicht im selben Moment auf der anderen Hälfte dekomprimiert? Ja. Und zwar im selben Maß. Das heißt, wenn man jetzt die ganze Kiste, was da drin ist, als Schrödingers Katze betreibt, verändert sich an den Luftdruck in der Kiste überhaupt nichts. Bist dabei? Ja, ja, ja. Erst wenn du reinschaust und du fokussierst dich auf eine Seite, Seite, sagst du, der macht ja was. Aber dass immer im selben Moment das Gegenteil besteht. Das Bewusstsein und Unbewusstsein. Pass auf, ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Bewusstsein und Unbewusstsein gehören untrennbar zusammen, okay? Das eigentliche nicht denkbare Bewusstsein ist die Synthese von beiden. Um einen Gott zu denken, entsteht im selben Moment alles, was nicht Gott ist. Wir sagen einmal Bewusstsein und Unbewusstsein, wobei ein ausgedachter Gott auch kein Gott ist. Bewusstsein und Unbewusstsein entsteht gleichzeitig. Bewusstsein ist der träumende Geist, den wir uns jetzt symbolisch für Bewusstsein setzen. Und Unbewusstsein sind die ständig wechselnden Informationen. Bewusstsein ist immer, das ist El Hayom. Bewusstsein sind die Gedankenwellen. Setze für Bewusstsein Licht und für die Gedankenwellen setze die Schatten auf der Leinwand. Jetzt sind wir wieder bei meiner, ich benutze immer dieselbe Grundmetapher, die ich dir in unterschiedlichen Wortformulierungen versuche klarzumachen. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, Lügen haben kurze Beine. Glaub mir, der Krug und der Brunnen und die Lügen mit den kurzen Beinen gehen mir am Arsch vorbei. Es geht die Metaebene. Du musst das verstehen und mit Holofeeling kann man das dann umrechnen. Das muss man jetzt alles nicht wissen, sondern das musst du verstanden haben. Nicht, dass du es im Detail weißt. Ich erkläre dir jetzt erst einmal, wie man ein Smartphone oder einen Computer benutzt, dass du einen Brief schreiben kannst oder ins Internet gehst. Wie der funktioniert, ist einmal vollkommen sekundär. Aber irgendwann werde ich das interessieren. Verstehst du? Dasselbe Matten, wo ich sage, ich habe mein Beispiel mit dem roten Feuerwehrauto. Hast du das jetzt parat, sonst erkläre ich es nochmal. Nee, ich kann das, ja. Du hast von mir ein rotes Feuerwehrauto gekriegt, das ist der Matten. Das ist das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Du hast bis jetzt immer mit dem roten Feuerwehrauto gespielt. Und jetzt und es zu zerlegen. Jetzt kommt eine neue Qualität des Lernens. Wir spielen nicht mehr Matten, sondern wir zerlegen jetzt dieses Ding und schauen nach, wie es funktioniert. Und der Lernen, das eigentliche Lernen, ist immer wieder eins drüber. Ja, das weißt du, du neigst zum Beispiel dazu, ich mache jetzt einmal eine Kritik, eine bewusste, wo du dir Gedanken machen sollst. Was vollkommen unverständlich ist, zu mir sagt jemand, mit den Matten, er sagt, er kann das überhaupt nicht verstehen,
der hat den Udo und kann mit dem Udo reden und dann taucht hier ein Amaretto auf und dann eicht er sich in den Amaretto, in den jungen Schwätzer ein, der natürlich spaßig ist, der schöne elementare Weisheiten von sich gibt, aber du hast dir das längere Gespräch vor Gerhard, Mensch, ja, mit Amaretto drin, es ist 3 Stunden Skype. Mhm. Dass du merkst, ja, und dann macht er wieder auf den Skype und nur so Kinderliedchen, ha, 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 was da Arroganz und Unwissenheit mitschwingt. Mhm. Weißt du, die sind auf einem Weg. Die Frage ist immer wieder, was neigt man dazu? Ich spreche irgendwas an, anstatt Ohrenbohrungen zu studieren, studieren sie dann das Zeug und klinken sich da ein. Das ist, weil immer wieder gleich und gleich gesetzt sich kann. Die sind alle auf dem Weg. Der Amaretto ist 28, ist nicht, was er sagt, aber der ist noch so voller Menschsein. Ich sag, bevor du nicht mindestens 40 bist, wirst du wesentliche Sachen gar nicht begreifen. Hm. Was man Jahren immer wieder gar nicht verstanden hat. Wie er seine Bücher geschrieben hat und den Schöpfungsschlüssel inspiriert, er war so drin und dann habe ich immer wieder gesagt, das ist alles schön, was du schreibst, ich benutze dich bloß, ich lasse dir das einfallen. Aber bevor du nicht mindestens 40 bist, jetzt warte ja, ist er 8, wie alt bist du jetzt? 38. Der ist Jan ist so alt wie du. Der müsste jetzt auch 38, 39 sein. Mhm. Was? Jan im Fickenstall. Ja, ich kenne. Ja. Und ich sag, bevor du nicht mindestens 40 bist, pass auf, ich erzähle dir ganz kurz eine Geschichte. In Deutschland hat es einmal eine Fernsehserie gegeben, Pfarrer Fliege hat es geheißen. Mhm. War so eine Talkshow. Und er hat verschiedene Geistliche eingeladen. Er hat dazu hier einen katholischen Pfarrer eingeladen, einen katholischen Priester eingeladen, einen evangelischen Pfarrer, einen Imam, einen muslimischen. Dann hat er eingeladen einen Rabbi, also von verschiedenen Glauben praktisch hier Geistliche. Und dann hat er sich mit denen unterhalten und dann ist interessant, dann kommt er zu den Rabbi, der war in deinem Alter ungefähr. Und dann fragt er den, was er von der Kabbala hält. Und dann sagt er zu ihm, da kann er überhaupt nichts dazu sagen, weil ihm in seinem Rabbi-Lehrgang, wo er auf der Schule war, im Judentum wird gelehrt, bevor du nicht mindestens 40 Jahre alt bist, ist es dir strengstens verboten, ein kabbalistisches Buch überhaupt anzufassen. Mhm. Weil du die Reife nicht hast. Da kann natürlich heute jeder junge Bursch kann sich Kabbala-Bücher bestellen, verstehen. Ist eine ganz, ganz andere Sache. Das treibt dich bloß von einer esoterischen Schwachsinnigkeit in die nächste. Mhm. Dort die roten Bändchen oder all das, was man macht. Ja. Es ist einfach so. Du musst am besten über die Wechseljahre sein. Und wenn du jetzt nochmal hast du das mitgekriegt in Bleinfeld, glaube ich, habe ich das kurz angesprochen, dieses Wachstum der Bevölkerung. Kannst ja, du mit dem Zurückrechnen, ne? Was wichtig ist, es geht hier nicht, machen wir mal ganz kurz Wikipedia auf, Martin. Jo, Moment. Und dann gibt Weltbevölkerung ein. Einfach Weltbevölkerung in Wikipedia und müsste die Kurve aufgehen. Machen wir das nochmal schnell. Ja, Moment, habe ich. Hast du? Fast. Ja. Jetzt pass auf, jetzt vergiss mal, was hier steht. Wir haben auf der einen Seite. Wenn du doppelklickst, wird es größer. Aufs Bild klicken. Das erste Bild. Auf das erste Bild, die gehen beide auf dann. Ja, habe ich. Jetzt pass auf, du hast die Bevölkerung in Millionen und dann hast du hier unten die Zeit und zwar geht es zurück bis 1000 vor Christus. Ja. Und du siehst jetzt, 1000 vor Christus hat es praktisch überhaupt noch keine Weltbevölkerung gegeben. Mhm. Und dann fährt es hoch. Und jetzt vergesse mal diese Bemaßung, sondern ich sage dir, die Kurve, die du vor dir hast, das ist das Wachstum des Bewusstseins. Okay. Jetzt immer denken, Bewusstsein ist als Ding an sich nicht, sondern nein. Wir beginnen hier und es ist ja 3000 Jahre. Mhm. Wir haben praktisch vor Null, haben wir These, Antithese, jetzt in dem Fall Antithese, These, okay? Mhm. Das heißt, die ersten 1000 Jahre, das beginnt praktisch bei Null Bewusstsein. Und du setzt jetzt einfach mal, dieser Nullpunkt ist deine Geburt. Mhm. Wenn ich immer sage, wo kommst du her? Ich frage dich, wo kommst du her? Und du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Dann sage ich, zuerst einmal verwechselst du dich jetzt mit einem Trockennasenaffen. Der Trockennasenaffen, der auf die Welt kommt, der hat doch kein Ich. Ich habe jetzt dich, ich habe den gefragt, der sich selber Ich nennt, wo kommst du her? Trockennasenaffe hat noch kein Ich. Stimmt oder stimmt? Ja. Da ist noch überhaupt kein Bewusstsein. Wir sagen bei Null, das ist die Pubertät. Mhm.
Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt gehen wir bei 1000. 1000 sind die Wechseljahre. Da setzen wir mal 50 Jahre. Du wirst jetzt feststellen, dass ein 50-Jähriger hat praktisch bei 800 wäre jetzt ungefähr, du wärst jetzt ungefähr bei 800. Dass du als Matten momentan praktisch kein bisschen mehr Bewusstsein hast, schau dir das an, wie ein pubertierender 14-Jähriger. Mhm. Ich rede nicht von Lebenserfahrung und intellektuellem Wissen, das du dir angesammelt hast. Mhm. Wissen ist nicht Bewusstsein, das sind Daten. Das heißt, der normale 50-Jährige, den du dir ausdenkst, der glaubt immer noch ein Trockennasenaffe zu sein, genauso wie der 14-Jährige. Darum hat er kein bisschen mehr Bewusstsein. Bewusstsein ist, wenn du begreifst, dass du was anders bist wie ein Gedanke von dir. Merkst du, da ist der 14-Jährige, Bewusstsein bleibt sich gleich. Und jetzt kommt dann, jetzt geht's langsam und jetzt ganz hin. Das sind die Donis, die Feddings, die alle über 70 sind. Da knallt, plötzlich knallt es nach oben. Immer dran denken, dass diese horizontale Achse ist eine Zeitachse. Plötzlich bleibt die Zeit stehen. Mhm. Das heißt, Bewusstsein ist, wenn es keine Zeit mehr gibt, dass dir wird an dem Punkt am Schluss bewusst, dass alles, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, ist Unbewusstsein. Mhm. Und Zukunft gibt sowieso keine mehr. Fällt in diesen einen Punkt zusammen, das kehrt sich in die Transversale, wo ich sage, dass du merkst, du holst es aus dir und hebst es bloß an die Oberfläche. Mhm. Jetzt pass auf, interessant, was ich noch erwähnt habe. Wenn wir jetzt die Einstein-Formel nehmen und wir schauen einmal die Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, mit der du dich bewegst, wann tritt das relativistische Phänomen ein, dass der Raum schrumpft? Okay, umso näher du an Lichtgeschwindigkeit hinkommst, schrumpft ja der Raum. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt der Raum in einem Punkt zusammen und genau im selben Maß dehnt sich die Zeit und bei Lichtgeschwindigkeit gibt es nur noch Ewigkeit. Das ist übrigens das Rote hier und jetzt. Das ist ganz da hinten. Wenn du jetzt eine Zeitachse machst, wenn du dies geschwindigkeitsabhängig machst, wirst du feststellen, dass das in Bezug auf von dir bisher ausgedachten Geschwindigkeiten, wir sagen mal eine Rakete zum Beispiel zum Mond, Apollo, die haben so eine Geschwindigkeit von 40.000, 50.000 Kilometer, wo die sich bewegen. Wohlgemerkt 50.000 Kilometer in der Stunde. Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer in der Sekunde, ist im Verhältnis, weil in der Einstein-Formel heißt es dann diese Realgeschwindigkeit durch Lichtgeschwindigkeit, wenn mir jetzt selbst, wenn mir 50.000 Kilometer in der Stunde durch 300.000 teilen, ist es 0,000000, ist eigentlich zu vernachlässigen. Erst wenn du in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommst, treten diese relativistischen Phänomene auf und wenn man da jetzt das auf eine Tabelle macht, was du feststellst, das ist genau diese Kurve. Okay. Da passiert lange, lange nichts und ganz hinten, wenn du in die Nähe kommst, explodiert plötzlich, fällt alles in einem Punkt zusammen. Das ist die Bewusstwerdung, die plötzlich abläuft. Da lasse ich mir mal überraschen aus Opa, ne? Das ist, nein, du hast es in der Hand, wer nicht dirbt, bevor er dirbt, das kann jetzt, das ist ja der Segen, darum bist du ein Auserwählter. Du musst dein Leben zu Ende leben. Aber du kannst schon, während du das Leben vom Matten lebst, weil ich in dir aufgetaucht bin. Kannst du dir dessen bewusst werden und dann wird sich alles verwandeln wie durch Zauberhand. Wenn du das Leben vom Matten weiterlebst, jetzt mit einem neuen Job, das ich gebe dir doch eine neue Möglichkeit, neue Sachen zu lernen. Jetzt hast du mal die Sinnlichkeit von Trauer zu lernen. Du kannst dann zu trösten versuchen und du wirst merken, dass das bei der Masse nicht funktioniert. Vielleicht werden welche auftauchen, wenn du da ganz vorsichtig anklopfst. Immer vorsichtig anklopfen, ob sie bereit sind auf eine neue Sichtweise. Ja, das Leben, dieses normale Trösten, was Pfarrer machen, die Kirchen, die halten an ihren Leid fest bis zum es geht nicht mehr. Es ist genau immer gespiegelt, dass das was extrem Sinnvolles ist. Wo ich schon gesagt habe, ja, das Kind hat ja noch gar nicht gelebt. Ich sage, dem bleibt unheimlich viel erspart. Das ist eigentlich, wie man sagt, das ist eine Hyperintelligente, der darf ein paar Klassen überspringen. Wo ich im Kleinen von Lebensjahr zu Lebensjahr in dich hineinprügel, weil du begriffsstutzig bist. Ich glaube, dass du es nicht wahrhaben willst. Ja, ich glaube, ich sage das den Eltern besser nicht, wenn ich in so einer Situation drin komme. Da muss man das gewisse Taktgefühl haben. Aber man spart sich viel Ärger, wenn man erst gar nicht anfängt, weil dann sind die da und die fallen wieder in dich rein. Das ist ein Kommen und Gehen wie das Wetter. Das ist einfach so. Das ist Liebe. Die rote Liebe, ich habe so oft gesagt, wenn jemand in dir auftaucht wie der Udo, der wirklich Liebe ist, der spricht mit dir von der wirklichen roten Liebe, das macht er von normalen Menschen mit einseitigen Wertesystemen, das hast du mal den Eindruck, dass der Typ total gefühllos und eiskalt ist. Aber
genau das Gegenteil der Fall. Es ist halt wieder eine materialistische Interpretation. Und alles, was die als Liebe sehen, lieben, leiden, lieben hat auch nichts mit Leid zu tun. Ich sage immer wieder, wenn einer stirbt und die Angehörigen fallen fast vor lauter, die trauern, die Witwe fällt fast vor lauter, hol mal bitte das Telefon her, ins Grab rein. Verstehst du? Weil sie ihn so geliebt hat. Ich sage, das hat mit Liebe nichts zu tun, ich kann nicht loslassen. Ihr habt mir Besitz weggenommen. Warte mal, Matten, vielleicht haut's hin. Geh mal mit her. Ich muss mal Sprachbots anrufen bei der Telekom. Keine neuen Nachrichten. Hauptmenü. Alte Nachrichten anhören. 1. Ihre alten Nachrichten. Erhalten gestern um 17.09 Uhr. Hörst du es? Ja. Gott, nicht, hallo, ich merke es wieder. Aber ich weiß nicht, wie ich mit meiner Trauer umgehen soll. Ich möchte nicht mehr leben. Und ich möchte wissen, wie das sein wird. Sie haben gesagt, im Tode sind man und ich wieder vereint. Wie wird das sein? Wie geht das? Ich gucke jetzt den Schmetterling hinterher. Weil ich gesagt habe, der ist ein Schmetterling. Der hat sich. Du, ich erspare dir das. Es ist so weil ich ihr noch die Angst nehme, wo ich ihr sage, pass auf, es ist, das Kind wird so ein Schulkind, es wird so ein Erwachsenen. Und das ist eine ständige Gestaltveränderung und jetzt hat er sich in eine höhere Ebene verwandelt. Und wenn sie stirbt, kommt sie in die höhere Ebene und dann sagt sie, sehe ich da meinen Mann wieder, sehe ich meinen Mann? Nein, auf Seite 1. Dann ist keine diese kosmische Orgasmus, dann seid ihr wirklich 1. Dann ist kein Unterschied mehr zwischen dir und deinem Mann. So auf der höheren Ebene, wer denkt uns jetzt aus? Der uns jetzt ausdenkt, der ist die Einheit vom Matten und vom Udo. Der ist wie Gott, der ist der Michael. Hey, hallo, grüß dich. Im Hintergrund immer, der wie Gott ist, ist immer im Hintergrund. Ist es so schwer zu. Du hast keine Kommunikation möglich, wenn der eine wegzieht und jetzt ist es, was die schöne Hilfe ist. Es ist wie, wenn wir jetzt einen Zeichentrickfilm anschauen, wir wetten das jetzt mit computeranimierten Figuren, es ist einfach nur ein Charakter. Ich weiß, die leidet ja gar nicht, es ist ein Telefonhörergeräusch. Die Figur, die ich mir jetzt aufgrund dieser Worte wieder ausdenke, im Anfang war das Wort, kann der Gedanke von mir leiden. Selbst wenn ich mir jetzt jemanden denke, der leidet, ist es ein Gedanke von mir. Macht es einen Sinn, dass ich dann mit dem mitleide? Ich sage immer wieder, pass auf, Mitleid. Selbst wenn jetzt ein Gedanke, den du denkst, selber leiden könnte, ein Mensch, wenn du mit dem mitleidest, muss dir eins klar sein, dem geht's deswegen kein bisschen besser. Dann geht's dir auch noch scheiße. Ist das sinnvoll? Ich frage das, ist das eine sinnvolle Tätigkeit? Ja, da habe ich. Jetzt da Leute, die auftauchen, die offensichtlich leiden. Selbst wenn die jetzt leiden würden, was ich dir erkläre, das gar nicht funktioniert, und du leidest mit, geht's dir auch schlecht, deswegen, aber weil du mitleidest, geht's dir doch nicht besser. Ist das nicht eine vollkommene Sinnlosigkeit? Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich noch Schwierigkeiten, weil ich ab und zu. Ich weiß, weil ich gefragt, womit du Schwierigkeiten hast. Nee. Jetzt will ich ja mal eine Antwort von dir. Ist das nicht eine Sinnlosigkeit, wenn du mit jemandem mitleidest und es verändert dir an seinem Leid nichts, normal gedacht? Dann leidest du zusätzlich, ja, du vermehrst das Leid mit deinem Mitleid, auf das Ganze bezogen. Aber deswegen hast du doch keine Verbesserung, indem du mitleidest. Ja, ich habe öfters festgestellt, dass es der angeblichen Person, nachdem ich mein Mitleid, wie heißt das, dass es einer anderen besser gehen kann. Also so interpretiere ich das. Nein, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich gebe an irgendein Opiat, dann geht's dann besser. Das ist der Druckschluss. Okay. Das ist ja total der Druckschluss. Das Ego ist so gemein, das ist so hinterhältig, dass selbst wenn du einen Scheiß baust, wird das Ego dir suggerieren, dass das was bringt, weil ja alles, was du machst als Matten mit dem Mattenprogramm, was der Matten macht, ist, dass der mal Matten
wird von dem Mechanismus immer so gesteuert, dass es eigentlich Mechanismus logisch erscheint. Ja. Und genau die Logik ist die Falle. Wie oft habe ich gesagt, was sollte einem Programm, einer logischen Konstruktprogramm logisch erscheinen, wie die eigene logische Struktur? Ja, richtig. Ja, dann hat es wahrscheinlich damit zu tun, dass das so hartnäckig aufgrund meiner Logik mir präsentiert wird, dass ich nicht anders kann, als zum Beispiel in diesem Fall denken, es hat dann doch einen Sinn mitzuleiden. Ich weiß auch, dass es... Es ist immer, was auftaucht, ist eine Gedankenwelle und du sollst den Matten beobachten, an welcher Einseitigkeit er hängt. Und in dem Moment, wo du beide Seiten siehst, es mangelt nicht an Beispielen. Bewusstsein und Unbewusstsein gehört untrennbar zusammen. Das wäre jetzt die ausgedachte Lampe im Projektor plus die Schatten auf der Leinwand. Die Einheit und die Vielheit, die aus dieser Einheit herausspringt. Eine ausgedachte Einheit ist keine Einheit, sondern das, was immer ist, die Lampe im Projektor, die nicht flackern und die flackernden Lichter auf der Leinwand inklusive der flackernden Sonne, wenn die zufällig im Bild sein sollte. Diese These und Antithese sind das wirkliche Licht, das ist das Bewusstsein. Okay? Ja. Und jetzt ist es so, dass immer mein Beispiel, wo ich sage, wenn in dir auftaucht, Mensch, da bin ich neben mir gestanden. Das ist die Bewusstwerdung von Unbewusstheit. Aber jetzt erst, wenn du eins drüber bist mit dem Doppelschritt, wird dir bewusst, dass diese Bewusstwerdung von Unbewusstheit nicht aufhebt, dass du meinst, du warst vorher unbewusst und jetzt bist du bewusst, aber Bewusstsein kannst du alleine nicht wahrnehmen. Sag mal, ist jetzt schön still. Sobald du die Stille wahrnimmst, muss im selben Moment der Lärm da sein, wo du wieder meinst, es war vorher laut. Und erst wenn du die Synthese bist von dem Widerspruch, das ist die höhere Ebene, wird dir klar, dass es nur gleichzeitig sein kann. Solange du dich gesund fühlst, ist im Hintergrund Krankheit. Sonst kannst du gesund kannst du genauso wenig empfinden, wie du Stille hören kannst. Du denkst jetzt einmal an deinen Kopf und du sagst, ich habe jetzt keine Kopfschmerzen. Also Gesundheit. Ja. Also du musst im selben Moment im Unbewusstsein einen Hintergrund wie das weiße Blatt Papier, wo die schwarzen Buchstaben drauf sind. Muss da sein, sonst musst du es rausheben. Die Heiligkeit, wo ich dich hinführe, ist was ganz was anderes. Das ist die Erkenntnis, dass das eine ohne das andere nicht gibt. Mein Frieden und Griech. Ja. Und das erfordert, Griech ist ganz wichtig. Griech ist, wenn das Säugling zerstört wird, weil er Schulkind wird. Das symbolisiert Griech. Ich entschärfe alle Worte, ich mache alle Worte neutral. Das ist Holofeeling. Zeigt dir den Sinn. Und jede Logik, die ein einseitiges Ziel anstrebt, und das ist jedes Glaubenssystem, das du zurzeit in dir vorfindest, bis auf Holofeeling, die streben durch die Bank einseitige Ziele an. Alle Menschen in deinem Traum, die die Welt verbessern wollen, streben einseitige Ziele an. Das ist eine Selbstentheiligung, wenn du mit dem Glauben arbeitest. Wie ich immer wieder sage, wenn du meinst, das Sinn halt wäre eine Welt, wo nur noch Frieden ist, das ist wie wenn du dir eine Welt wünschst, wo bloß die Sonne scheint. Wird langweilig, ne? Das wird nicht nur langweilig, es wird in kürzester Zeit alles austrocknen und es würde kaputt gehen. Ja. Ohne Regen. Das ignoriert man so, obwohl das gewusst werden kann. Fast alles, was ich sage, kannst du mit deiner jetzigen Logik nachvollziehen. Du musst bloß den Gedankengang mitgehen. Du willst es bloß nicht wahrhaben. Das Ego ist so extrem hartnäckig. Man klammert, was für einen Sinn macht es, Trauer zu rechtfertigen. Du merkst, selbst wenn du trauerst und einen Scheiß baust, rechtfertigt deine Logik diesen Scheißdreck. Wenn du mitleidest, du bist ja herzlos, wenn du nicht mitleidest. Ich sag, nein, ich habe erkannt, dass das sinnlos ist. Ich fühle mich scheiße, wenn ich mitleide und es nützt dem, der leidet, überhaupt nichts. Deswegen geht es dir nicht besser. Darum habe ich das in mir abgestellt, da habe ich einen Haken gesetzt. Wenn du apathisch bist, wie du sagst, so schön, nicht leidend, die Schulmedizin definiert es als Krankheit. Das ist alles auf dem Kopf. Dir wird dieser unendliche Schwachsinn bewusst. Und dann den ganzen Lehrern das ganze Geschwätz und das Gesitze. Schwätzer, geistlose Schwätzer. Und die können nichts dafür, weil wir, sag ich im Leinfeld, verfügen über das Bewusstsein, dass man nicht so niemanden, den wir uns jetzt ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie wir uns ihn jetzt ausdenken. Das gilt übrigens selbst für den träumenden Geist, den ich symbolisch für mich selbst setze. Ich kann einem träumenden Geist nicht vorwerfen, was er träumt. Jetzt bin ich auf einer Stufe drüber. Ich weiß jetzt nämlich, warum er das träumt. Ja. Weil sein Intellekt ihm das vorschreibt. Das hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Und jetzt, wenn wir das Spiel wieder von vorne anfangen, merkst du, wie das aufgebaut ist, was der Sinn des Lebens ist.
Da kann ich nicht oft genug sagen, Hollow Feeling ist vollkommen neu. Es überragt alles an Philosophien, wo du bisher in deiner Menschheitsgeschichte gefunden hast, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um eine geistige Welt. Hm. Lass mal's gut sein. Ich bedanke mich herzlich. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Jetzt kannst du mich bitte nicht reinschmeißen. Das mache ich. Tschüss.